ist halt Callista Main. Aber wir sind in der Pick-and-Bun-Phase zwischen Origin auf der Blue Side und Unicorns of Love auf der Red Side. Die ersten Buns gehen raus. Shen ist halt einfach, er ist einfach nie da. Wie sieht das aus mit Shen in Korea? Immer gebannt. Okay, wenn er also wirklich mal nicht gebannt wird, dann ist er auf jeden Fall am Start, der gute alte Shen. Auch in Korea ganz, ganz hoch präferiert und in der ULCS eben wirklich durchgehend banned. Also wir sehen eigentlich faktisch keinen Shen mehr in letzter Zeit. Jetzt sind wir aber am Start. Also die ersten Buns gehen raus. Rumble will man direkt ausselektieren. Lulu, das sind schöne Buns, die gefallen mir, weil das sind wirklich auf ihrer Position aktuell somit die gefährlichsten Champs, wenn man es will. Und das ist der LeBlanc-Bun und das ist natürlich ärgerlich, wenn du auf der Blue Side einen Bann an LeBlanc in Anführungsstrichen verschwendest, weil die ist ja vermeintlich schwach eigentlich gerade. Mhm. Aber es ist halt schon ein richtiger Respekt-Bann gegenüber Exile. Ja. Und halt auch die beiden Top-Lane-Buns gegen Visisachi, dass man halt da die beiden rausnimmt und halt jetzt auf den Rengar First Pick geht, damit Synchro auf einen guten Jungle hat, damit er gegen Xerxe antreten kann. Jawohl, und da sind wir am Start. Ja gut, Champ Name. Renekt, schade. Also, wir haben es auf jeden Fall gesehen, es war der gute alte Rengar-Lock-In. First Pick auf Seiten von Origin an dieser Stelle. Also sie haben sich den Rengar früh gesichert, damit die, ja, vermeintlich, also ich denke mal, es ist da eine Präferenz zwischen Rengar und Graves. Wir haben eben gesehen, dass Graves gefirstpickt wurde auf der anderen Seite und man gesagt hat, okay, ich will lieber den haben. Oh, und jetzt bin ich gespannt, weil wir haben schon gesagt, Xerxes ist auf Meta und da sehen wir es, meine Damen und Herren. Warwick erblickt das Licht der Kluft. Also, wenn man schon die Unicorns-Leute sieht, die grinsen. Die Einhörner, die grinsen. Ja, Warwick competitive. Also, sieht man Warwick in High Elo aktuell? Zurzeit nicht. Warwick wird tatsächlich auch nur ab und zu in competitive benutzt. Ja, also selten und auch selbst selten in der Solo-Queue unterwegs, der gute neue Warwick. Interessantes Kit auf jeden Fall. Auch schon ausgepackt worden von Xerxe zweimal, wenn ich mich nicht ganz irre. Eins gewonnen, eins verloren. Also jetzt keine riesig große Historie mit diesem Champion. Aber Warwick in der LCS ist mal immer wieder was Schönes. Zusammen mit Caitlyn in der ersten Rotation. Das finde ich eine interessante First-Pick-Rotation von Unicorns. Ja, nachdem halt jetzt auch Jhin genervt worden ist, ist halt Caitlyn eine der wenigen Champions, die Samurox auf einem sehr hohen Niveau spielen kann. Und da wollte man halt in der First Rotation nehmen, dass halt Tabs diesen nicht bekommt. Okay, also wahrscheinlich auch so eine kleine Sache, um da irgendwie Samurox einen angenehmen Tag zu gestalten. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt Karma und Graves. Hier wird also Karma präferiert. Ich vermute mal, sie wird Support gestellt, wobei wir eben auch Karma auf Mitte gesehen haben. Also vielleicht ist Flex Karma back. Und Nautilus wird gesichert. Super, super stark. Also Nautilus ist auch einer der gefährlichsten Toplaner aktuell. Brutal tanky, brutal viel Crowd Control auf diesem Champion. Und wir sind angekommen in der zweiten Bannphase. Aber man kann ja auch noch den Nautilus immer noch als Flex-Pick da haben. Das, weil Hylissang ist halt auch gerne ein Spieler, der gerne Thresh und auch Nautilus spielt. Schon in den vorigen Seasons und ich. Nautilus hatte auch jetzt in der letzten Zeit eher ein kleines Comeback als Supporter und deswegen kann man den auch eigentlich als Support picken. Ja, das geht auf jeden Fall klar, wobei er halt auch gegen Gragas eine absolut in Ordnung Lane hat, also da fühlt er sich auf jeden Fall auch wohl. Das geht schon klar. Jetzt sehen wir hier die nächsten Bans gehen raus. Auf Seiten von Unicorns möchte man AD Carries anvisieren. Macht natürlich Sinn, da man schon einen AD Carry im Team hat. Und auf der anderen Seite, tja, Vladimir. Den will man nicht sehen. Der ist gefährlich. Den haben wir jetzt auch heute schon ein paar Mal ausrasten sehen. Und ebenfalls Syndra wird schon früh rausgenommen. Jetzt bin ich gespannt, ob da irgendwie noch was rausgeht gegen den Tarm oder sowas. Oder welche Picks man da vielleicht nicht mehr sehen möchte. Also der Malzahar. Ja. Also auf jeden Fall. Man geht davon aus, dass der Nautilus auf der Toplane ist und dementsprechend jetzt noch hier den Malsa von Hylissang wegbannen, ja. Damit man halt diese Gefahrenstelle für den ADC weg hat. Jawohl. Der Pick geht auf jeden Fall jetzt auf Seiten von Unicorns gleich raus. Wir sind gespannt, in welche Richtung man gehen möchte. Der Thresh verrät, dass der Nautilus in die Toplane geht. Thresh auf Hylissang, auch eine auf jeden Fall absolut in Ordnung. Jetzt könnte man hier mit einem Safe AD Carry antworten. Ezreal ist da gerade sehr, sehr stark. Hält er auch gut gegen so eine Caitlyn. Ezreal ist ja auch einer der Champions, die halt Tabs sehr präferiert, neben Caitlyn und auch neben Ashe. Von dem her ist es ein guter Pick für ihn.
Und hier sind wir auch noch von Diorianna für Nihon. Ja, ja, starke Sache auf jeden Fall. Ja, Orianna ist ja auch natürlich und eine sehr starke Kombination mit Rengar. Man kann ja auch den Rengar ulten, wenn der Rengar ultet, kann man ja auch den Ball auf Orianna geben, auf Rengar geben und dadurch kann man halt auch sneaky Plays machen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Talon Lock-in für Exile. Also das ist einer der aggressivsten Spieler in der kompletten EU-LCS und der Junge ist auf jeden Fall mit am Start und damit sind wir eingeloggt in dieser Partie. Wir sehen ungewöhnliche Picks auf Seiten von den Unicorns of Love. Auf jeden Fall der Warwick überraschend. Gebt ihr diese erste Partie trotzdem an die Unicorns in euren Predictions? Ja, also ich sehe Unicorns stark als Favoriten, weil egal ob die hinten liegen, die gehen immer in die Teamfights rein und mit sowas wie einem Warwick oder mit einem Talon kann man halt die Fights immer sehr stark spielen. Du auch? Ich finde, dass die, also das Team Unicorns of Love in einem Teamfight viel besser spielen werden als die Gegenpartie. Mhm. Denn sie sind im Team unschlagbar, aber dafür sind sie halt in einer 1-3-1-Formation nicht so gut. Aber das haben sie ja auch hier nicht gerade gepickt. Okay, wir sind auf jeden Fall gespannt, was hier diese beiden Teams für uns vorbereitet haben, nachdem wir schon die Picks gesehen haben. Geben wir jetzt ab an die Caster und wünschen euch viel Spaß mit Maxim und Behaart mit Bart. Ja, Behaart mit Maxim. Sehr, sehr schön. Origin darf gegen Unicorns of Love antreten. Unsere Prediction ist, dass es ein kurzer Tag wird. Ja. Aber bewerben wir zunächst die Ausgangslage. Unicorns of Love natürlich tabellentechnisch gesehen eher doch nochmal sehr gut dabei. Ja. Origin noch keinen einzigen Sieg eingefahren in einer Best-of-Three-Series. Siehst du da Möglichkeiten mit dieser Teamcomp? Ich finde die Picks gar nicht so schlecht. Ezreal ist halt an sich schon mal sehr, sehr stark. Auch in der Lane zusammen mit Nakama ist es wirklich gut, weil du sehr viel Druck normalerweise aufbauen kannst und gute Poke- und Trade-Möglichkeiten hast. Auf der Top-Lane, Gragas hat er vorhin auch schon gut performt. Also ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Damit kannst du einige gute Engages landen. Also an sich haben sie gute Voraussetzungen. Orianna auch eine schöne Kombo mit Gragas zusammen. Also wenn da ein Play richtig gut sitzt, dann sehe ich auf jeden Fall Potenzial bei ihnen. Du hast auch mit Rengar das U-Boot. Ja, genau, kann zum Beispiel. Kann auch unsichtbar den Ball reintragen. Ebenfalls keine schlechte Mechanik. Also ja, das Warwick. Eine gewisse Planung ist da schon in der Teamcomp gegeben. Aber Unicorns of Love, da muss ich ja sagen, der Warwick-Pick, das ist für mich ganz ehrlich ein Troll-Pick. Vielleicht. Ich habe ihn halt auch nie in der LCK gesehen, so nachdem er gereworked wurde, vielleicht einmal oder so. Was ich schade fand, weil ich finde die Neuerung an ihm gar nicht so schlecht. Das Thema wurde halt noch besser ausgebaut mit diesem Jäger. Und die Ult hat jetzt auch Counterplay, was ja vorher immer so ein bisschen fragwürdig war. Aber es gibt halt einfach Jungler, die, gerade wie ein Graves, der noch offen war, die halt momentan viel stärker sind. Ja, ich glaube, da würde ich auf jeden Fall was ausprobieren und ich finde es relativ cocky. Aber mal schauen. Bezogen auf die Items können wir sehen, dass er ja hier noch diesen kleinen Regenerationstalisman dabei hat. Nicht wundern, er hat ohnehin genug Sustain, das ist also kein Problem für ihn. Aber Diamant ist super wichtig. Ja. Er hat halt keine AOE. Schaden zumindest. Dafür ist das Q aber cool. Das heißt, Ezreal kann er zum Beispiel mit dieser Fähigkeit folgen. Auch in Gragas wird er den Dash hinterherfliegen. Eigentlich eine ganz, ganz coole Mechanik. Teilweise fliegst du sogar Flashes hinterher, ne? Ja, Flashes auch. Also im Prinzip jeden Dash. Du fliegst halt richtig krass. Sogar Teleports hinterher. Ja. Und das führt halt manchmal zu echt unangenehmen Situationen. Du denkst halt, du kannst noch wegflashen und dann fliegt dir so der Warwick einfach hinterher. Und dann, ja, es ist meistens um dich auch schon geschehen. Auf der Botlane sehe ich eigentlich das Matchup ein bisschen mehr auf Ezreal Karma, weil sie halt mehr Range hätten und besser poken könnten. Thresh ist da mehr so All-In-mäßig unterwegs. Wenn er mal einen Hook trifft, dann kann man das auch schön mit den Traps von Caitlyn kombinieren. Ja. Aber dazu muss es erstmal kommen. Ja, ich glaube, Level 2 wollen die jetzt hier eher forcieren. Haben jetzt hier die Vasallenwille gut manipuliert für ihre Zwecke. Haben dafür auch viel Schaden kassiert. Also Juli sagen, schon sehr, sehr offensiv vorgegangen. Man will halt sofort der Lane zeigen, wer hier der Boss ist. Und obwohl natürlich Tabs und X-Picke LOL-technisch gesehen echt viel Erfahrung haben. Ja. Also die sind halt, das sind halt schon Opas. Na? Er lässt natürlich dann an anderer Punkt sich ein kleines bisschen zurückfallen. Das sind halt dann Mechaniken, die dann eventuell fehlen. Ja, Hylissang zoned die jetzt. Caitlyn sowieso sehr, sehr stark. Also auf der Botlane werden wir, denke ich, von der Origin-Seite nicht viel erwarten. Ja, gerade mit dem Level 2-Vorteil, den man jetzt hier hatte, kann man halt dafür sorgen, dass Taps und X-Packe gar nicht mehr rankommen. Ja. Schon nicht schlecht gespielt von Unicorns of Love. In der Mitte, Talon hat eigentlich ein starkes Early- und Mid-Game. Gegen Orianna wird es nur schwer, weil sie ihn halt die ganze Zeit immer wieder poken kann mit dem Bias. Den haut sie ihm immer wieder ins Gesicht. Deswegen musst du auch mit der W anfangen, damit du Farm bekommst. Hook. Schöner Hook und vor allem mit der Trap kombiniert. X-Picke kriegt ja ordentlich Damage. Das ist ein guter Trade für Unicorns of Love und die pushen gerade auch extrem gut ran. Also da spielt man die Combo einfach schön aus, die man hat. Ja, man muss ja dazu sagen,
dass hier auch nochmal das Q verstärkt worden ist. Jetzt der Gank. Ich sehe, oh, Flash auch mitgecountert. Also Nierhuhn hat damit gerechnet. Oh, alles klar, San! Ja. Kriegt er den Kill. Schön gemacht. Also Schaden über Zeit machst du mit Talon halt extrem viel. Wenn du die Wunde auslöst und Ignite, dann kommen die Gegner halt einfach nicht mehr weg. Das war richtig schön gespielt. Auch mit dem 4 von Xerxes. Sehr Insec. Schön gemacht. Genau, mit dem Insec. Das kannst du mit Warwick jetzt inzwischen auch machen. Also es ist wirklich cool. Ich finde, Unicorns of Love hat auch eine angenehme Combo. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu spielen als bei OG, aber an sich, Nauti bietet halt so viel CC und so viele Engage-Möglichkeiten, gerade auch um an einzelne Ziele ranzukommen. Die größte Problematik, die ich halt bei der Komposition sehe, hier sind wir nochmal die Wiederholung. Er holt sich jetzt den dritten Stack mit dem Auto-Attack. Also ja. Drei Stacks alleine bringen nichts. Du musst noch denjenigen angreifen, dass er dann wirklich blutet und dann reicht der Schaden aus. Aber für mich ist die große Problematik, sie haben halt sehr viel AD-Damage. Im Prinzip fast nur. Das heißt, dein Kragas wird schnell undying. Auch Deadman's Plate macht einen Rengar sehr, sehr schnell super effektiv. Und vielleicht soll sogar Tabs überlegen. Oder er sollte eigentlich gar nicht überlegen. Er holt sich einfach Iceborne Gauntlet. Oder geht Trinity Force und in der Kombination mit Ninja Tabis. Also es gibt ja einige Diskussionen über Ninja Tabis, ob die ein bisschen OP sind gegen das Team. Das ist super nice. Das auf jeden Fall. Also da sollte man sie sich eigentlich, und ich finde die Ninja-Tabis ein bisschen besser als Iceborne Gauntlet. Iceborne Gauntlet gibt ja auch noch Utility so ein bisschen dazu mit dem Slow. Das ist nicht schlecht, aber der Schaden, den du mit Trinity machst, ist halt am Anfang einfach höher. Und ich glaube, das wäre hier für OG nochmal wichtig. Kommt halt drauf an, wie Tabs sich positionieren kann. Ich kenne die Spiele an sich natürlich nicht ganz so gut wie in Korea. Da kann ich nicht sagen, ja, die beherrschen Ezreal perfekt. Tabs ist richtig gut. Aber darauf... Darauf kommt es dann im Endeffekt an, aus Positioning. So, das wird extrem wichtig. Talon kann auch flanken oder wird im späteren Spielverlauf einfach immer flanken in den Teamfights oder Split pushen. Und da muss OG dann wirklich aufpassen, dass sie sich richtig positionieren. Normalerweise willst du Ezreal eher ein bisschen abseits stehen haben, damit er die Qs die ganze Zeit spammen kann. Aber das kann man mit Talon ganz gut bestrafen. Das Fanvoting war jetzt echt noch Origin-lastig, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Da ist noch ein Hoffnungsschimmer oder ein Hoffnungsbot. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da doch einige Leute für sie abgestimmt. Mal schauen. Also wenn Unicorns of Love plant, das Spiel sicher zu entscheiden, dann muss es relativ schnell gehen, sehr mitgame-lastig, wo der Gegner jetzt nicht tonnenweise Rüstung stackt und deine Lethality quasi noch einen Sinn hat. Weil das ist ja der Vorteil an Ninja-Tabis oder generell Items. Du holst ja einfach diese Schuhe, die geben dir 30 Armor und 30 Armor negieren zwei Lethality-Items. Ja. So, das ist halt... Das ist schon eine solide Quote und damit quasi die Autotext noch gar nicht hier zugerechnet. Und Midgame sind Unicorns of Love eigentlich auch stark. Ich hab's ja gesagt, Talon ist so Early Midgame Champ, der ist wirklich ganz gut da unterwegs. Auf der Botlane läuft's momentan auch extrem gut. Wir sehen's ja, wie Tabs und X-Packe hier reingepusht werden. Also an sich hat man da gute Voraussetzungen. Mal gucken, wie der Warwick sich ausspielen wird. Ja, deswegen, das wird so ein bisschen abzuwarten bleiben. Level 6 aber immer noch sehr viel CC und vor allem eine gute Art CC, die du hast. Ja. Damit kommst du ganz gut auch rein in die Gegner. Also wenn du den Nauti nicht als Engage nehmen willst, kannst du immer noch den Jump von Warwick nehmen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen kombinieren. Ja. Die Frage ist, ob sogar der Warwick-Pick in der Lage ist, beim Gegner QSSs zu forcieren. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir halt vorstellen. Und das sehen wir auch bei Malzahar ja immer wieder. Es ist super unangenehm, wenn du als AD Carry zum Beispiel, wo du das Geld ja eh für deine Items brauchst, weil sie so teuer sind, oder sogar als Support teilweise, dein schwer verdientes Geld ausgeben musst für ein QSS, was du eigentlich gar nicht kaufen willst. Ja. Mal gucken, also, wie Xerxes hier performen kann. Ich denke, es hängt davon ab, wie er jetzt reinkommt ins Spiel und wie präsent er sich zeigen kann. Das war erstaunlich gut getimed. Wird aber natürlich auch öffentlich sichtbar gemacht. Das heißt, Blue Buff wird man sich jetzt hier gönnen. Auch wurde nochmal das Fragezeichen gepinkt von Origin. Das heißt, die ahnen, wo ist ein Talon? Keine Ahnung, wo der ist. Passt bitte auf. Blue Buff gestohlen und der eigene wird, denke ich, an Xelie abgegeben. Außer, man schafft jetzt genug Druck in der Midlane auszuüben. Also Nier muss pushen. Dann kann er sicher warben, was jetzt hier gerade nochmal geklärt worden ist. Und dann den gegnerischen invaden. Aber ich glaube, das passiert einfach gar nicht. Ja, glaube ich auch. Ich finde, bei Talon cool, dieses Assassin-Thema, was er schon immer hatte, wurde ja noch ein bisschen verbessert, sage ich mal, durch die Jumps über die Wände, die man hat. Und du hast damit auch gute Möglichkeiten, normalerweise, wenn es in der Mitte gar nicht läuft, weil du ja so ein paar Probleme hast gegen diese Range-Mages, wie zum Beispiel Orianna, Roam zu gehen und vor allen Dingen später, wo du ein bisschen abfällst, zu Split-Pushen. Und das kannst du mit Talon halt richtig, richtig gut. Gleichzeitig noch gute Flank-Möglichkeiten, du kommst leichter an die Carries ran und kannst da richtig für Unruhe stiften. Wir konnten ja auch am gestrigen Tag, war das glaube ich, beobachten, dass natürlich so eine Ult-Q-Kombo sehr stark ist. Also wenn die Ult in der zweiten Instanz noch ist oder noch nicht gemacht worden ist, kannst du Q drücken und das gequeute Ziel kriegt halt die ganze Rasur ab. Ich sagen, muss hier ein bisschen aufpassen, denn Engagen, das kann OG auf jeden Fall. Rengar springt hier rein, aber ein schöner Flash.
von Ylisang und damit kommt man hier nochmal, ohne was anderes abzugeben als diesen Flash, raus. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch die Bola verwendet worden ist von Zinkrop. Also er hatte die vollen Stacks, aber ich weiß nicht, ob er das irgendwie noch irgendeinen anderen Spell verwendet hat. Bisschen komisch, ich hätte es auf jeden Fall probiert. Ja, ja. Vor allem, weil du mit Karma gut hättest followen können. Wenn die halt ihre W angesetzt hätte, irgendwann hättest du Thresh auch gesnared. Also eigentlich hätte man das probieren können. Es geht ja auch manchmal nur darum, dass du eine gewisse Präsenz hast und ihm einfach nur viel Leben abziehst, damit man aggressiver sein kann. Also ja. Das ist halt auch ein Punkt. Hier aber nicht möglich. Samox und Healy sagen, denen ist alles egal. Die pushen da jetzt easy peasy rein. Und Xerxe wird den Blue Buff für Exilie hier vorbereiten. Der ist schon auf dem Weg. Jede Menge Langschwerter. Das ist auch das Standard-Item-Bild, was es schon quasi schon seit Jahren bei Talon gibt. Hol dir einfach nur 1000 Langschwerter. Und trotz des Red Buffs hat hier Talon den Blue Buff bekommen. Also da hat man es gut getimed. Mhm. Nicht so wie vorhin mit Ezreal. Gut kalkuliert, wie viel Schaden der Red Buff dann doch macht. Und mit einem Blue Buff fühlt sich Talon dann doch gleich wesentlich wohler in der Mitte gegen Orianna. Hat auch einen Level-Vorteil inzwischen. Hat ja First Blood bekommen. Also da hat man gute Voraussetzungen. Auf der Botlane Caitlyn mit einem kleinen Farmvorteil inzwischen. Und Unicorns of Love spielt dieses Matchup echt nicht schlecht. Also da lässt man Ezreal wenig Chancen. Der hat seine Träne, hat auch schon Sheen. Und es gibt die Variante, sehe ich in der LCK oft, dass du Sheen, wenn du in der Lane schon vorne liegst, vor Träne kaufst. Mhm. Ich persönlich finde Träne zuerst besser, weil die früh gestackt natürlich noch ein bisschen mehr Schaden dann bringt. Hier hat man jetzt beides schon und kann dann halt dementsprechend versuchen, immer wieder zu traden. Du möchtest ja mit Ezreal so oder so spammen. Die ganze Zeit deine Q, die hat eine kurze Cooldown, um deine Träne zu stacken und gleichzeitig um zu traden so ein bisschen. Das ist hier ärgerlich. Ja. Wie die sagen, Xerxe wurde da gesehen und der Control war da ein bisschen faul oder kurzsichtig. Es gibt noch die Variante, dass man Ezreal noch Kull holt. Ja, aber genau, weil es im Prinzip eh nicht passiert. Und auch die Schmerzen anscheinend auch sehr groß sind, wenn man da kurz in die Fallen latscht. Man muss ja daran denken, es ist nicht nur der Kopfschuss, der dich erwartet, sondern das verstärkte Q. Und Xerxe, der ist verwirrt. Wie könnt ihr mich denn sehen? Das tut halt richtig weh und das ist schade eigentlich, dass man so nicht raufgehen kann. Exilie aber auch auf dem Weg nach unten, der Hook sitzt nicht. Schade damit, hier keine guten Engage-Möglichkeiten, obwohl Exilie nochmal wartet. Wird durch die Ward gesehen, springt jetzt auch rüber mit dem Slow von der W, von den, was war das, Schuriken wahrscheinlich. Rake. Ja, kommt man trotzdem nicht ran. Schlimmster Name eines Spells. Aber, ich fand's cool gemacht, dass er die Pflanze genommen hat, nicht sein E, weil er kommt mit dem E nicht wieder zurück. Genau, du hast halt Escape-Möglichkeiten dadurch, denn die neue Funktion oder die neue E von ihm ermöglicht ihm über Wände zu springen, hat aber gleichzeitig dann auch eine Cooldown auf der übersprungenen Wand und die ist sogar ziemlich lang. Da muss man sich dann überlegen, über welche Wände man rüberhüpfen möchte. Wobei, bei ganz langen Wänden unterteilt er die dann nochmal. Geht's, ja. Ja, dann da gibt's noch ein paar. Ich glaube, in den Drake-Bit kannst du auch mit 2-3 Stück rein. Es gibt halt auch so lustige Wände, wo du wirklich nur so einen Mini-Fitzel dann übrig hast. Wenn du den triffst, kannst du danach nochmal zurückspringen. Ich finde den neuen Talon echt ganz cool. Ich habe den alten schon, also ich bin eigentlich Support-Main, aber ich habe den alten Talon auch oft gespielt, weil es halt einer der cooleren Mid-Picks war. Und der neue gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Problem ist halt, du kannst es eh nicht so cool nutzen für die. Ja, für die ja. Das muss halt wirklich dich viel bewegen. Der ganz alte Talon hatte ja noch ein Silence auf der E damals. Auf der Das war der richtig schön. Das war halt richtig da schön. Konnte auch, da konnte auch, da gab es auch viel Counterplay. Ja. Na, da konnte sogar nach Kasse, die konnte einfach auch Q. Und du kannst halt dich überhaupt nicht wehren. Und LeBlanc müssen wir, über das LeBlanc Level 2 müssen wir, denke ich, nicht reden. Also das war halt das war halt das Dümmste, was man jemals erfunden hat. Aber man hat es gespielt, jahrelang. Ja, es war halt damals auch noch so Meta und so cool. Also. Die Änderungen sind aber nicht schlecht, die LoL über die Zeit macht. Auch, dass man Warwick so ein bisschen angepasst hat. Ich finde, man versucht jetzt die Themen von den Charakteren so ein bisschen weiter rauszukristallisieren. Samux bekommt ja ordentlich Schaden, ist jetzt fast auf der Hälfte, hat aber noch einen Healpot übrig. Kann sich also nochmal ein bisschen hochheilen. Und Thresh hat auch noch die Coin, damit könnte man, nicht die Coin, das Shield. Oh, Orianna Ulti. Schön gemacht, um Exilie hier nochmal zu vertreiben. Der kann über die Wände springen, um von Rengar wegzukommen. Muss aber auch gucken, dass er eine gute Route wählt, denn Rengar kann mit den Büschen springen. Oh, lol. Hier ein bisschen ballsy, dass man sich da tippen wollte. Wie sieht Chachi? Geht auf Rengar und der macht ordentlich Schaden. Exilie stirbt hier trotzdem nochmal. Und auf der Botlane wird man sich jetzt den First Blood Tower holen können. Also, Bot hat auch Ulti verwendet. Man hat gesehen, dass beide Flashes raus sind. Schöne Bola von Zinkrof, muss man sagen. Also, dass er aus 6 Kilometer ihn nochmal trifft. Klar, ist ein 1:1 Tausch, weil Ignite OP. Und die Passive kriegst du halt auch mit Talon relativ schnell aber drauf. Exilie wäre sonst wahrscheinlich noch weggekommen sogar, weil er über die Wand beim Blue hätte springen können. Also es war wirklich wichtig, dass man es geschafft hat, ihn hier festzuhalten. Ja. Die Botlane jetzt gut reingepusht. Damit hat man auch mehr Möglichkeiten, den Drachen zu machen, weil man einfach ein bisschen freier agieren kann, sage ich mal. Die gegnerische Botlane muss erstmal wieder ranpushen.
aber es ist nur ein Wolkendrache. Also den wird man nicht so hoch priorisieren wie Sichachi in der Mitte. Wobei ein Wolkendrache für Warwick echt noch nicht bad ist. Also ja, okay, stimmt. Du hast dann eine schöne Synergy mit dem Jump dann. Ja, weil je schneller er ist, desto weiter kann er wirklich springen. Also da entstehen sehr lustige Distanzen, gerade mit Deadman's Plate oder so. Ja. Hat ja auch die Cinder-Hulk-Variante, also geht Full Tank. Und natürlich Titanic dann später. Titanic ist ja ziemlich cool, weil Ultimate heißt, 3 Titanic-Stacks abzubauen. Hier aber der Escape. Ich denke, eine gute Idee. Ja. Aber man sieht schon, Sinkrof kann ihn da so ein bisschen markieren. Der TP war schon so ein bisschen... Ja gut, eigentlich hätte Rengar ihn gesehen, wenn er rausgelaufen wäre in Richtung River. Also er musste da unten sein. Sich dann gleich back zu TPen war ein bisschen... Der Base-Schaden von Visichachi, ne? Der hat ein Dreiviertel des Lebens alleine angezogen mit einer Combo. Das ist natürlich schon sehr groß. Oh, schöner Hook! Ja, und der war nicht schlecht, um hier vielleicht sogar einen Kill zu kriegen. Gefeiert ist Rengar sogar noch. Den kriegt man X-Packer. Auch low! Der kann hier nicht mehr wegkommen. 2 Kills für Talon. So kommt man gut ins Spiel. Orianna Ult geht komplett daneben. Damit nochmal die Möglichkeit, sich hier für Unicorns of Love einen Kill zu holen. TP kommt auch. Man bekommt zwar Thresh, aber man hat gerade den Supporter gegen 3 andere Kills getradet. Und das ist wirklich besser. Vor allen Dingen, weil Caitlyn jetzt auf der Toplane noch pushen kann. Ja. Da wird man nochmal einen Tower bekommen. Also das ist wirklich schön gemacht. Und nochmal zum Thema Nauti. Der macht sehr viel Schaden. Gerade wenn du Level 6 hast mit der Ult, du kannst den Gegner sehr lange festhalten. Und du machst nicht so viel Burst-Damage. Aber wenn du den Gegner sehr lange festhältst und CC'st, dann kannst du halt immer mal wieder ein bisschen Schaden machen. Und das hat hier gut funktioniert im letzten Kampf. Oh, der springt jetzt rein. Pass auf. Ja. Ja. Nee, jetzt kommt erstmal der 4. Ah, slowed ihn. Und jetzt dann kommt die der Jump. Schön gemacht, um den sicheren Kill zu bekommen. Und so eine Aktion kannst du ja erlauben, weil er einfach tanky wird. Du hast ja gesagt, es wird ein Full-Tank. Warwick, wer denn? Rengar, wo auch immer der gerade herkam. Das reicht nicht! Das reicht nicht für einen Kill. Xerxe auch nochmal mit der Laterne in Sicherheit gebracht. Oh, Lowlife Warwick, der Cute. Ich krieg 1000 Leben. Und dann Talon, schön gemacht hier gerade, kommt aber nicht mehr nah genug ran. Den Knallzapfen gut genutzt von Gragas und das ist der nächste Turm für Unicorns of Love. Das hat wirklich gut funktioniert. Das war halt unlucky mit dem Rengar, dass es nicht gereicht hat für den Kill. Aber das ist auch gefährlich, das an Warwick, na, der macht das hier wunderbar mit den Heals. Sowohl das Q als auch die Passive sind im Low-Life-Zustand sehr stark oder sehr irritierend. Auch Hylissang macht bisher einen ganz guten Job. Die Hooks nicht schlecht, vor allem der eine vorne, um den Kampf zu ermöglichen. Die Lanterns sitzen, um die Teammates, um sie in Sicherheit zu bringen. Den Gragas eben gerade, den Nautilus eben gerade auch. Gragas hier unten auf dem Weg Richtung Botlane. Wavetier hat man mit ihm. Aber trotzdem ist Exile so vorsichtig. Ja. Also es ist eine Triple-Ring-Variante, aber der hat null Armor. Ich glaube, das hat er jetzt vergessen, ne? Dass es auf Geistesicht und im Meer gegangen ist. Keine Ninja-Dubbies. Verstehe ich null. Also... Ich kann es verstehen, dass du viel CC gegen dich hast, aber Gragas bist du doch eh ein Bruiser. Also du gehst doch eh mit Dashes rein und brauchst quasi die Verteidigung gar nicht. Hier aber nochmal die Combo. Erst gefeiert, dann perfekt geultet. Der Schaden kommt von Exile. Und jetzt kommt der tragischste Moment von allen, weil Sinkrof halt super schnell will da jetzt dazu springen, kriegt sogar noch den Karma-Schild ab. Und jetzt sehen wir gleich das Q. Das 160 Leben hat er das wiedergegeben. Das ist halt echt gut. Das ist halt Warwick. Der hat halt wirklich viel Lebensregeneration. Gerade wenn du selbst low bist, kriegst du so viel Leben wieder mit deinen Auto-Hits alleine. Das ist wirklich ziemlich strong. Und ich finde, dass der neue Warwick noch stärker als der alte. Also was die Lebensregeneration mit den Auto-Hits angeht. Durch diese Steigerung, wenn du wenig Leben hast. Das ist halt richtig hart. Einzige Ausnahme ist quasi die Ult. Ja. Wenn, also die halten natürlich bei beiden trotzdem sehr, sehr viel. Aber die Verwertung von allen Effekten war da bei der alten etwas besser. Aber nur ein kleines bisschen. Ich denke, das ist ein fairer Tausch gewesen. Ja. Jetzt will man Nautilus vernichten. Das könnte klappen. Ja, gerade zu dritt hier, aber der kommt mit Flash nochmal ganz gut weg. Und da kommt man dann einfach nicht hinterher, weil Nautilus willst du auch nicht Towerdiven. Der hat Kolossus, der hat seine Ulti noch ready. Der könnte dich da lang genug halten, dass du im Endeffekt stirbst. Und das möchte man ja vermeiden. Auf der Botlane pusht Exile nicht alleine im Split-Push, wie ich gesagt habe. Das kannst du mit Tauler machen, sondern er hat noch Unterstützung von Hylissang und von Xerxe. Und damit bekommt man den nächsten Tower. Ja. Sie haben das Ganze auch gut aufgebaut. Also die Midlane wurde reingepusht. Orianna kann da aktuell zwar gegenhalten, aber nicht gegen drücken, dass man den Turm da irgendwie bedroht. Tauschen jetzt Tier 1 gegen Tier 2. Das ist absolut verständlich. Der ganze Dschungel unten ist komplett durchgewardet. Das heißt, hier hat man auch die gute Präsenz und wird irgendwann Orianna bedrohen, beziehungsweise hier vom Tower vertreiben und damit den nächsten bekommen. Ja, man sieht es schon, das Zoning beginnt. Ja, und da ist mein Turm super schnell. Ja, da kann man wirklich wenig gegen machen. Die Ezreal Ulti, um den Farm so ein bisschen zu clearen, aber es hilft hier einfach nicht, um den Tier 2 Turm zu verteidigen. Auf der Toplane sollte man sich jetzt auch zurückziehen, denn Nauti, der hat gute Möglichkeiten, nochmal ranzukommen. Und vor allen Dingen hat er seine Ult noch. Tabs würde jetzt einfach nur eingekreist werden. Und sobald er die Hälfte der HP verloren hat, dann dreht der Wolf komplett durch.
Ja, man gibt jetzt sogar die Kills ab. Ja, man das ist halt wirklich, das muss zensiert werden eigentlich. Das ist halt absolut so qualvoll. Ich kann mich noch an die guten alten Zeiten erinnern, da habe ich teilweise mit ein paar Mates so Blitzcrank, Thresh und Naughty gespielt in einem Team. Und das ist halt, das macht schon Spaß, wenn du da die Gegner so rausnehmen kannst. Und das kann Unicorns of Love. Sie haben sehr viel Single-Target-CC. Mit der Naughty-Ult hast du auch Single-Target-CC, den du gar nicht abwenden kannst, selbst als Ezreal mit dem Blink. Ja. Da hat man wirklich gute Möglichkeiten, hier so ein Positioning zu bestrafen. Machen die auch wunderbar. Oh Gott, Nocturne-Ult. Jetzt ist es wieder gut. Ja, manchmal passiert das. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo er das jetzt gab. Ich auch nicht. Weil der Cleanfeed ging eigentlich. Ja, ne? Das war ein bisschen weird. Ich hatte letztens, dass der PC, wo der Cleanfeed läuft, einfach Bluescreen hatte und ausgegangen ist. Also komplett Ripper. Aber das lässt sich ja fixen, ne? Ja, klar, hat sich dann auch zum Glück gefixt. Aber es ist sehr, sehr unangenehm. Das stimmt. Da muss man so eine kleine Lösung haben. Aber die Frage ist, wie ist die Lösung für Origin? Ich denke, FF20, aber ist hier leider nicht möglich. Oh, da geht er rein! Oh, schöne Ult von Warwick als Engage hier genutzt. Man macht nicht so viel Schaden, aber man bekommt auf jeden Fall Rengar raus. Der kann nichts machen, wird die ganze Zeit CC'd. Nautilus auch mit einem großen Schild. Und ja, Unicorns of Love, die sind so weit vorne, dass OG nicht mal versuchen kann, da irgendwie weiter zu kämpfen. Sie haben einfach keine Möglichkeiten, an die gegnerische Backline ranzukommen. Mit zwei Fulltanks und einem Thresh, der auch nochmal ein bisschen tanky ist, kannst du halt einfach Talon und Caitlyn gut beschützen. Obwohl Talon halt eh selber reingeht. Also er braucht keinen wirklichen Schutz. Und Caitlyn hat so viel Range, dass sie hinten stehen bleiben kann, einfach immer wieder Schaden machen kann. Der Herald hat sich gerade selbst getötet. Man wollte ihn vor uns holen. Ja. Aber dann hat man sich gedacht, nee, darf man nicht. Oh, schöne Cam. Jetzt kommt der Baron. Das ist echt, echt cool gemacht. Ja, die ist aber auch normal. Kommt immer dann, wenn nichts passiert. Also wenn das Spiel auch sehr einseitig ist. Ja. Mal schauen. Na, Origin mit den Power Spikes über dem Trinity Force bei Tabs. Dafür hat er keine Schuhe, also er geht wirklich auf den Schaden. Will da irgendwie noch präsent im Spiel sein, aber ich glaube, das wird halt nicht mehr viel ändern. Nier Huhn auch Richtung Stundenglas auch 8, unterwegs. 1-0 Talon, das ist halt so gut. Also der das fühlt sich richtig wohl in diesem Spiel. Er ist halt leicht gefeedet. Ja, und der kann halt vor allem auch von Warwicks 8 Assist, also der war gut dabei und bei den meisten Kids beteiligt. Unicorns of Love spielt hier echt nicht schlecht. Und es sieht nach einem Spielverlauf aus, so wie wir ihn ja ein bisschen predicted haben. Baron wird hier auch angefangen von PC, Chachi und Xerxe. Zu zweit kann man machen, das Team braucht man hier auch nicht. Ja. Man braucht zwar sehr, sehr lange so für den Baron, aber man kann sich's erlauben. Talent geht tut ja sogar vorbei. So, als wenn da jemand ist. Ich gehe nicht zu Baron! Ich würde die Toplane. Das verwirrt die echt mehr, als das Ding gebracht hat, ne? Also Origin jetzt halt. Das ist halt echt krass. Die brauchen halt so lange für, das ist halt wirklich nervig. Ja, aber es kommt halt niemand hin so. Also die Ward wird auch geblockt von der Control Ward und jetzt geht man dazu, weil es schon fast down ist. Keine Möglichkeit hier für Origin nochmal irgendwas zu machen. Es war eigentlich wirklich clever, die Ezreal Ult zu spät, weil man damit gerechnet hätte, dass man den vielleicht ein bisschen... Der Talon Ward, der einfach vorbeigelaufen ist, war einfach zu geil. Das war einfach wirklich sneaky. Das war halt schon nicht schlecht. Ja, pfeifend vorbeigelaufen. Na gut, Unicorns of Love, nun mit dem Baron Buff. Jetzt kann man sich, denke ich, trotzdem über die halbe Karte verteilen, wie sie Chachi hat optimal ja. Teleport. Ist auch in der Lage, gegen Gragas doch ganz gut anzukommen. Sartorius, ja, der ist da gefangen in einem Team, wo das Wort Report groß geschrieben wird. Er steht 2-0, er gibt sich echt Mühe. Splitpush kann man halt hier wirklich gut machen, weil, wie schon gesagt, Talon ist halt ein guter Charakter, der hat auch Schaden am Turm, kann vor allen Dingen aber auch wegkommen, wenn man ihn angreifen sollte, ist dementsprechend dann auch schnell beim Team. Und Naughty ist so oder so ein Tank, der hat guten Wave-Clear und kann gegen Gragas, wie du schon gesagt hast, einfach gut bestehen. Da braucht man sich keine Sorgen drum machen. Mit Sunfire Cape hat man auch noch ein bisschen mehr Wave Clear. Das gut, ist Ninja sehr, sehr Tabi. Angenehm. Und Ninja Tabis. Ninja Tabis für den Free Win. Ja. Ja, finde ich sehr gut. Oha, hier wird eine Falle platziert. Ah, eine richtig gute aber Falle. Aber da sind ein paar Wards. Deswegen geht das doch nicht so gut. Origin, geben sich Grüße. Also die Kombo kann man auch gerade nicht ausspielen. Wir haben es ja gesagt. Also Orianna Gragas, Orianna Rengar bietet schöne Kombo-Möglichkeiten, aber die kannst du ja einfach nicht nutzen. Jetzt kommt es darauf an, dass man die Waves ein bisschen clearen kann, bevor Unicorns of Love an die Türme rankommt. Exile hat gut angefangen zu pushen, der Turm ist auf der Hälfte ungefähr. Ja, den in der Mitte. Jetzt schon 10.000 Goldvorsprung. Ja, die Frage ist halt, welcher Turm geht zuerst down? Das ist ja das Ratespiel. Ob es die Top-Lane ist. Ja. Weil da schon gute Vorbeigleise hat, aber da legt man jetzt nun die Manpower doch gleich nach oben, Mitte nun im Fokus. Wie sie Chachi ist da, da kommt der Anker. Die Ezreal Ultimate, um die Wave ein bisschen zu clearen, reicht aber nicht ganz. Trotzdem kann man Unicorns of Love gerade mit der Karma-Q auf Samux nochmal auf Abstand halten.
Ja, aber Warlord, der wird sich jetzt wunderbar wieder hochheilen können. Es funktioniert ja auch einwandfrei gegen Minions. Ich glaube, das funktioniert sogar mit Hurricane, aber das Ding sagt ja, dein nächster Auto-Attack. Ja, wenn der nächste Auto-Attack aus drei Pfeilen steht. Das wäre interessant, mal zu testen. Ich kann es mir halt vorstellen. Ab in den Sandbox. Mode, der funktioniert ja einmal. Das ist tatsächlich der Midtower und damit wird man hier auch den Inhibitor kriegen. Oh, Engage mit dem Anker von Nauti, direkt die Ult hinterhergesetzt, aber den Shot von Caitlyn kann man nochmal abhalten. Den Hook von Yuli Sang, den kommt man hier nicht dodgen. Trotzdem kommt es hier nicht zu einem weiteren Kampf und man nimmt einfach nur den Inhib. Es wäre lustig, wenn er wurde ja hochgeworfen und wenn ihn dann die Kate und getroffen hätte. Das wäre halt richtig, aber so funktioniert es dann leider nicht. Die Hitbox ist einfach halt schon nach unten. Also ja, manchmal das Gefühl, dass es so eine 3, wirklich 3D ist. Aber nicht nur optisch, sondern auch in-game. So. Aber wenn du dann sowas wie Tristana anguckst zum Beispiel, die du halt einfach hooken kannst, selbst wenn sie in der Luft ist, da ist es dann halt schon wieder ein bisschen anders. Oh, Gragas fast gekontert mit dem Anker von Visi Chachi, hätte ja auch nicht viel gebracht, war eher für den Wave-Clear gedacht. Aber mit dem Baron-Buff kann man jetzt einfach wirklich versuchen durchzupushen. Nächster Inhibitor auf der Top-Lane. Und auf der Botlane. Die nehmen jetzt die ganze jetzt Basis innerhalb von 24 Minuten komplett auseinander. Haben noch 20 Sekunden den Baron Buff. Ja, Redemption nochmal, um das bisschen Schaden, was Origin bisher gemacht hat, zu heilen. Jetzt wollen sie rein. Oh, schöner Flank. Oh, nicht schlecht, aber das Fass hat man nicht mehr. Bauchhammer schön abgebrochen. Orianna Ulti nicht schlecht, aber trifft hier nur die Tanks. Und Samux, der kann ganz entspannt aus sicherer Distanz Damage machen. Exile, der kommt an die Backline ran und damit kriegt er hier auch nochmal einen Kill. Und du kommst an Nautilus und an Warwick einfach nicht vorbei. Das ist halt wirklich sehr, sehr unangenehm für Origin. Da muss man im nächsten Spiel vielleicht die Combo oder die eigene Team-Komposition ein bisschen anpassen. Der Nexus, der ist das einzige Gebäude von Origin, was hier noch steht. Tja, und ich denke, der Feierabend rückt in greifbare Nähe. Unicorns of Love gewinnt gegen Origin glasklar. Da war ein Riesenunterschied, selbst wenn man einfach Warwick pickt und alles andere als sich am Meta bedient, kriegt man das hier hin. Die sind um Klassen besser, deutlich erfahrenere Rotation, viel mehr Druck auf den Lanes. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass League of Legends für Origin hier noch Spaß bereitet. Aber so ist das nun mal. Mal hast du einen guten Split, mal hast du einen schlechten und hier definitiv Letzteres. Na gut, wir machen eine kurze Pause. Die Analyse ist bestimmt super gespannt, dieses Spiel durchzunehmen, denn es waren ein paar krasse Kniffe dabei. Ja. Wir machen eine kurze Pause, 3,5 Minuten wird das Ganze dauern, danach gibt es die Analyse dieses Games. Bis gleich. Bis gleich.
dunkler, warum wir hier sind? Seit ich hier bin, ist AMD mit der LCS-Übertragung sehr, sehr zufrieden und deswegen haben sie uns hier so eine kleine Belohnung geschickt. Was hast du denn da gemacht? Mir gefallen. Lösche. AMD hat uns als LOL-Experten und Niklas das neue League-Beschwörer-Zauber-Device zugeschickt. Wir sind die Glücklichen, die das Ganze testen dürfen. Und was soll uns das bringen? Funktioniert das überhaupt? Funktioniert das wirklich? Niklas. Okay, Karl. Ich kann wieder sehen! Danke, Karl! Wie ihr seht, Kinder, das Ding funktioniert. Bedient euch. Das funktioniert wirklich! Hallo und herzlich willkommen in der AMD Intfeed-Ecke. Wir werden jetzt uns anschauen, was dieses Spiel gerade passiert ist. Wir haben auf jeden Fall eine relativ interessante Entwicklung gehabt, denn Talon war in der Lage, dieses Spiel komplett zu snowballen. Also alle Kills, die Unicorns sich sichern konnten, landeten auf Talon. Die erste Aktion wollen wir uns auch direkt mal angucken. Midlane-Gank, und das war wirklich super schön abgepasst von den Unicorns hier. Ja, wie wir hier sehen können, hat Zex einen sehr guten Gank vorbereitet, damit der Exile mit einem Flash-Engage plus Ignite den Kill auf Nehun sichern konnte. Ja, natürlich auch ganz schön risky hier. Minute 4 erstmal beide tanken einen Turret-Shot, was natürlich in der Spielverlauf halt super hart wehtut. Da kannst du wirklich gar nichts gegen machen. Haben auf jeden Fall viel Schaden gefressen, aber es geschafft, hier Orianna gut abzuholen. First Blood für Exile. Nächste Situation, die wir uns anschauen wollen, die lässt dann den Snowball perfekt werden. Es geht hier los. Ja, also hier Exile, also erstmal hier ein schöner Hook von Hillisang auf Synchroft, da kriegt halt Exile den ersten Kill, dann auf X-Pick den zweiten. Da kommt Nihun von der Seite, will halt hier probieren, was hinzukriegen, aber leider liest nicht. Sartorius kriegt den Kill, aber Exile kriegt halt hier noch den dritten und damit halt das Triple perfekt. Alle 5 Kills im Team von Unicorns an der Stelle landen auf Exile und das ist halt, also du willst halt mit einem Talon snowballen, ja. Und das ist halt schon brutal. Also so weit wie der ahead war. Und ab dem Punkt bist du halt auch im Team von Origin so weit hinten, dass du halt weißt, egal wo ich hingehe, es könnte jederzeit ein Talon über die Wand springen und mich halt komplett auseinandernehmen. Sehr gefährliche Aktion. Wir gucken uns das nächste Replay an, auch in dieser Situation. Chase man erst auf Seiten von Unicorns sehr, sehr deep. Kann man aber machen, weil man so weit ahead ist. Und jetzt der Chase von Syncroft, der ist halt einfach nur BM. Das, was hier passiert. Ja, wenn man hier sehen kann, springt der nochmal auf den Sechser rein, verzweifelt, aber wird dann halt noch am Ende rausgenommen. Ja, ganz, ganz gut gemacht. Und jetzt sehen wir das eben hier direkt im Return, versucht Exile hier eben hinterher zu gehen. XP hier auf der linken Seite relativ low, kann aber erstmal Schlimmeres verhindern. Und man folgt noch Sartorius, bekommt dann nicht mehr viel mit. Aber an der Stelle waren die Unicorns eben so weit vorne. Letzte Aktion, die wir uns anschauen wollen, ist dieser Engage auf der Botlane, nachdem Sartorius mit dem TP-Flank reingeht. Da hätte er mehr draus machen können eigentlich aus der Situation. Ja. Er wollte hier eigentlich, glaube ich, mit dem Bauchrammer und dem Flash arbeiten, aber er hat sich so in dem Moment gedacht, dass es ja eh nichts bringt und ist dann halt wieder rausgegangen. Das könnte und dadurch sein. Ist halt sein komplettes Team hat gestorben und schlussendlich ist er einfach nur noch weggelaufen, damit er seine KDA sichern kann, weil er gewusst hat, dass das Game vorbei ist. Ja, schade auf jeden Fall an der Stelle. Also sie hätten zumindest nochmal alles investieren können, um hier so ein bisschen was rauszuholen, um so ein bisschen für die Ehre zu kämpfen, ja, quasi für Spandau zumindest. Aber da haben sie sich nichts davon gedacht. 1-0 stehen die Unicorns hier in diesem Match. Wir sind gespannt, wie Origin jetzt dagegen halten kann. Wir machen nochmal eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit der Pick- und Bann-Phase vom zweiten Spiel. Bis gleich.
Jawohl! Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Black Screen ist noch da, aber jetzt seht ihr mich. Das ist nämlich das Wichtigste überhaupt. Schön, dass ihr am Start seid, meine Lieben. Wir sehen hier mitten in der Partie zwischen Origin und den Unicorns of Love. Und ich glaube, die Pick-and-Bun-Phase müsste eigentlich auch... Pick-and-Bun-Phase ist schon mal laufen. Holy shit, ja. Das ging richtig schnell. Alles klar, Riot hat auch Bock auf schnell Feierabend. Alles gut. Wir schauen uns auf jeden Fall an, was hier so passiert. Origin jetzt natürlich hier in den letzten Atemzügen ihres Splits. Sie müssen sich auf jeden Fall nochmal schlagen, aber das sind die Gesichter von gebrochenen Männern. Also... Auf der rechten Seite Facecams, die wirklich sagen, what the fuck am I doing with my life? aber gut, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Wir sehen hier schon wieder, LeBlanc-Bun geht raus an Exile. Aber ja, die Buns, die müssen wir auf jeden Fall gucken, weil Target-Buns ist schön und gut, aber das Level, was Unicorns eben vor Origin liegt, das ist einfach ein ganz anderes. Kraga ist diesmal rausgenommen. Der hatte noch eine relativ okaye Performance auf Sartorius, zumindest. Ja, also einfach das rausnehmen, was halt am besten im Origin letztes Game war, ist halt schon irgendwie ein bisschen disrespectful. Ist halt das, was am sinnvollsten ist. Wir sehen den Rumble First Pick, der wird auch gar nicht lange überlebt, direkt eingeloggt. Aber das ist jetzt auch hier diesmal ein Flex Pick, weil Xerx kann den auch im Jungle spielen. Ja, stimmt. Und ja, jetzt auch noch Rengar gebannt ist, weiß mal nicht, was Unicorns of Love diesmal haben möchte. Man sichert sich auf der einen Seite den Nautilus. Und eventuell könnte man hier auch den Graves picken. Anscheinend jetzt ist doch für... Hört sich für Lee, nachdem Rengar gebannt ist, eigentlich ja vermeintlich Graves der stärkere Jungler. Xerx hat immer Diana. Ich warte auf den Tag, wo er einloggt. Aber er lockt Warwick wieder ein. Er sagt sich, hey, meine Warwick-Winrate, die muss ich noch ein bisschen verbessern. Nimmt den quasi hier mit, genauso auf der anderen Seite Caitlyn. Und das könnte ja, wir haben ja eben gesagt, dass Caitlyn wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, Caitlyn funktioniert sehr, sehr gut für Samux auf jeden Fall. Diesmal kommt halt die Ashe durch, die halt schon im letzten Game gebannt worden ist, in der zweiten Bannphase. Ja. Wohl. Okay, ja. Sie überlegen auf jeden Fall noch. Ich glaube, das ist die Ashe-Wort, ja.
gut auf jeden Fall hier rotiert. Ash auch eine starke Sache. Du hast jetzt natürlich mit Nautilus und Ash zwei absolute CC-Pakete und da macht man es einem Lee Sin natürlich möglich, für Plays zu gehen, dass du eben irgendwie schön deine sichere Q landest, dass du insecken kannst, dass du auf jeden Fall viel anrichten kannst. Also die Combo von Origin ist möglich. Ja, aber man muss halt erstmal bis zu diesem Spielverlauf werden. Man hat ja schon im letzten Game gesehen, dass schon vor dem Level 6 die Midlane zum Beispiel behind gefallen ist und auch die Botlane nicht sehr gut in-game war. Von dem her muss man halt da aufpassen, dass man nicht im Early zu stark zurückfällt. Jawohl. Talon, Vladimir in der zweiten Bannphase von Origin rausgenommen. Karma ebenfalls disabled jetzt hier von den Unicorns. Also man geht hier wirklich auf die Picks, die wir bisher eben im ersten Spiel gesehen haben von den Jungs von Origin. Und man könnte sich jetzt vielleicht gleich hier versuchen, eine Präferenz in der Midlane zu sichern. Syndra wird gebannt. Hätte nämlich auch gesagt, dass man da ja sicher für einen guten Safe-Pick gehen kann in der Mitte. Und auch der Nautilus ist theoretisch noch der Flex-Pick. Also der Flex-Pick ist theoretisch noch möglich. Aber Tahm Kench zieht man vor als Supporter und geht hier auf eine Safe-Variante. Ja, das ist halt das Sache bei X-Pick. Ja. Da halt er erst vor kurzem auf Support gewechselt ist, weiß man halt nicht, welche Champions er alles in den Scrims trainiert hat und auf welchen er sonderlich gut ist. Von dem her hatte eigentlich an sich den größten Vorteil bei OG, aber ja. An sich gefällt mir die Comp von Origin super, also auch die Bann-Rotation bisher und die Pick- und Bann-Rotation war bisher super stark. Also dementsprechend, Tam kennst du als einer der wenigen übrigen Counter gegenüber so einer Ash-Ult. Jetzt lockt man sich einen Taric ein bei den Unicorns. Und der Traven wird gehovert. Traven wird gehovert, aber wir haben den AD Carry schon, das wäre ja natürlich etwas merkwürdig. Dann wird es wahrscheinlich die Orianna werden. Man denkt sich bei den Unicorns of Love, dass man halt es trotzdem noch weiter safe runterspielt und OG keine Chance gibt, dass sie das zweite Game für sich entscheiden. Ja. Aber trotzdem ist so noch die nötige Portion Käse dabei. Also man hat den Taric auf jeden Fall, Warwick im Jungle. Jetzt sichert man sich Kassadin als Midlane-Pick blind. Man könnte sich von der seitens Origin vorstellen, dass er jetzt Orianna pickt, denn Orianna ist ein ganz gutes Matchup gegen Kassadin, aber Jayce ist auch ganz vernünftig. Haben halt keinen AP-Schaden dann, ne? Ja. Ja. Das wäre halt Quatsch. Das wäre halt Quatsch. Ja, aber wer so auf Seiten von OG, von Unicorns of Love groß auf Tank gehen, außer halt Xerxe? Na stimmt. Und halt Taric. Und Taric. Aber. Ja gut, dann hast du halt schon eine Frontline. Ja. Taric ist halt Rüstung. Ja, halt Taric ist halt einfach die Ulti und das ist ja auch egal, ob es AP oder AD ist. Full AP Nautilus. Ja. Ja gut, wir sehen, die sind eingeloggt an dieser Stelle. Also man entscheidet sich für den AD Midlaner, um hier irgendwie gegen den Kassadin zu arbeiten. Wem gebt ihr diese zweite Partie? Welche Pick- und Bannphase gefällt euch besser? Also, ich finde die Pick- und Bannphase von Origin ist besser geworden. Mhm. Und sie haben auch bessere Picks als in der letzten Runde, aber Unicorns of Love ist um Weiten besser, deswegen schätze ich, dass Unicorns of Love das jetzt mit einem 2-0 nach Hause nimmt. Meiner Meinung nach kann Unicorns of Love in Teamfights sehr stark OG auseinandernehmen, weil sie haben auch den Rumble und Rumble ist in Teamfights einfach ein Monster. Okay, wir sind auf jeden Fall gespannt, ob sie das eben auch dementsprechend umsetzen können. Wir wünschen euch viel Spaß. Die zweite Partie zwischen Origin und Unicorns of Love steht bevor. Viel Spaß, Leute, mit Bahart, mit Maxim. Ja, oder Maxim mit Bart. Maxim mit Bart, ja, geht auch. Das ist echt wunderbar, der Name ist echt GG. Der ist halt echt geil. Der ist halt echt geil. Na gut, Unicorns of Love gegen Origin. Das erste Spiel war eine Klatsche, ne? Eine absolute Blamage für Origin. Nun ist die Frage, können sie es besser machen? Die Komposition wirkt stabiler an einigen Stellen, aber wird das Ganze ausreichen, weil Unicorns of Love hat jetzt natürlich auch den Taric ausgepackt und ich wette, im Rosas gehen. Die haben sich vor allen Dingen diesmal gedacht, so, eben hatten wir zwei Tanks, jetzt haben wir gemerkt, eigentlich brauchen wir nur einen, packen wir noch einen Damage-Dealer auf die Top-Lane, deswegen hat man jetzt da Rumble dazu genommen und Rumble ist halt super strong, also wenn du die Gegner da drin halten kannst und ich glaube, Unicorns of Love hat in diesem Spiel die Möglichkeiten dazu, dann kannst du schon den einen oder anderen Fight dadurch gewinnen. Ist es der Taric mit dem pinken Skin? Ja, das ist der Taric mit dem V-Ausschnitt, wo das V groß geschrieben ist. Das ist halt schon sexy. Das ist halt wirklich sehr, sehr freizügig. Aber Rumble Jungle ebenfalls am Start. Er natürlich mit Vorteilen auf der Toplane, da stimme ich dir zu, kann den da auf jeden Fall gut abfackeln. Ein Gankopfer allerdings, gerade wenn Nautilus einfach nur auf ihn draufläuft und rechtsklick drückt. Wie gesagt, Sartorius derjenige, der sich größte Mühe gibt bei Origin,
ihr Präsenz zu zeigen. Und Lee Sin ist kein schlechter Jungler dazu. Also du kommst gut rauf auf die Lane mit deinem Warjump zum Beispiel oder halt auch mit der Q, wenn, wie sie Chachi hier von Sartorius CC'd wird. Rein theoretisch gibt es da Potenzial für Ganks im Early. Und du möchtest dich als Jungler ja eh am Anfang eher so Richtung Toplane orientieren und nicht Richtung Bots. Also mal gucken. Lee Sin ist auch kein schlechter Jungler in der LCK gerade. Der hat Peanut, der relativ bekannt ist, der hat eine... guter Vergleich, die Sin. Ja, nee, es ist jetzt nicht der perfekte Vergleich, aber du kannst Lee Sin spielen, der hat eine 100% Winrate mit dem in dieser LCK. Also Lee Sin ist schon ein sehr, sehr starker Charakter und mit dem kannst du auch gut snowballen, finde ich. Also wenn der Kills bekommt und dann immer wieder ganken kann, oh, Mucke ist auf jeden Fall am Start. Das wäre halt geil gewesen mit Tarik zusammen, wenn der sich dann daneben gestellt hätte und getanzt hätte. Ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen der Modus, in dem Origin sich eh gerade befindet. Ne? Es ist ja Freitag, es ist fast Feierabend. Time to dance. Ja, und der gute Tam Kench kocht uns was Schönes. An die Backline rangekommen. Der Stun sitzt aber und damit hier der Trade. Ja, auf Ashe ein bisschen stärker als bei Samux. Ja, könnt ihr sagen, sowohl. Also, Rixpacket könnte ja so ein bisschen gegenhalten mit dem Relic, aber ein AD hat das Problem, dass er halt nur einen Keks mit hat, wenn er mit dem Doranz startet. Doranz hat sich wieder durchgesetzt. Keine zwei Langschwerter oder sowas. Bei Caitlyn macht sowieso keinen Sinn, aber bei Ashe könnte man es machen, ja, weil sie geht Blade of the Ruined King. Außer Tabs ist super crazy und hat ein anderes Bild im Petto. Xpicky auch mit dem steingeborenen Pakt, heißt es ja jetzt inzwischen, glaube ich, ja, die Mastery. Also die nutzt man ja auch. Die kann man mit Tam Kench sehr gut auf dem Gegner anbringen. Damit bekommt man nochmal ein bisschen Sustain-Möglichkeiten. Und die sehe ich in der LCK eigentlich nie, was ich sehr, sehr schade finde. Das Problem an Tam Kench ist, er hat halt nur das Q. Ja. Und das W. Also er kann ihn ausspucken und dann ist er markiert. Aber wenn Tam Kench jemanden fressen kann, also das Ding offensiv nutzt, dann scheint sowieso was nicht zu stimmen. Dann ist es quasi Mastery unabhängig. Ich denke, es ist okay, weil die anderen Alternativen schwieriger durchzubringen sind. Und er kriegt halt diese 5% Bonus-HP noch. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Ich finde die Änderung von dem Item insgesamt auch ganz schön. Also von der Mastery. Es ist halt wirklich jetzt inzwischen viable, sie zu nehmen und nicht mehr so wie vorher. Da hat man sich schon gut Gedanken gemacht. Vorher hat man sich blamiert. Ja. Es ist ja auch das Ziel von Riot gewesen, die gesagt haben, ihr nehmt ein Mastery und spielt darum. Also ihr soll quasi euren Spielstil beeinflussen. Thunderlord willst du nur geprockt haben. Bei den Grasp willst du lange fighten und das dann benutzen. Und ja, bei Bond of Stone Wars, ja, ist doch eh egal, was du machst. Du kriegst einfach. Vor allem war Colossus halt sonst immer die bessere Variante. So, das war halt am Anfang auch noch übel OP, wo es kam. Wurde dann zum Glück ein bisschen angepasst. Du hast ja teilweise Leute, die hatten doppelt so viel Leben, weil auf einmal so ein riesiges Schild kam in der Mitte. Guter Schaden, den man hier hin und her tradet. Jace ist ja auch ein guter Pick gegen Kasadin. Also sehr AD-lastig. Das heißt, die Passive als auch das Q bringen wenig. Also ein bisschen Magic Damage Hunter, das ist halt lächerlich. Das heißt, Kasadin muss gucken. Exile hat die Möglichkeit natürlich, die Armschützer und sowas zu holen für die Rüstung. Aber das verzögert halt Kasadins Mainbuild. Er braucht halt Mana, braucht den Katalysator und den scalenden Rot. Oh, die Kills pro Game von Exile waren in der ersten bis zur achten Woche die meisten. Das ist natürlich krass. Mal gucken, wie es jetzt hier aussehen wird. Ja, und vor allen Dingen nicht halt die meisten Schaden. Er hat halt einen gut skalierenden Pick. So, das ist halt wirklich nicht schlecht. Und du kannst eine Ashe immer noch komplett rausnehmen, wenn du an sie rankommst im Late Game. Wir haben ja vorhin gesehen, wie viel Schaden man macht. Auf der Toplane jetzt gerade Nauti, der versucht zu traden. Und das geht mit Colossus eigentlich auch ganz gut. Du bekommst einen ordentlichen Schild. Rumble ist auch erstmal gesilenced. Jetzt hat man den Flammenwerfer wieder angeschmissen und damit Sartorius hier ein bisschen schlechter rausgegangen. Diese Chachi hat einen Auto-Tag gecancelt, also einen verstärkten sogar noch. Ja. So ein bisschen ärgerlich. Der Trade hätte ein bisschen besser ausgehen können und eher dann auch eher committen, weiter unter den Turm zu gehen, beziehungsweise noch eine Harpune dazwischen zu packen. Aber man sieht es, der direkte Nahkampf gegen Rumble ist halt wirklich super gefährlich. Doppelring-Varianten ausgepackt, das heißt, wenn man hier E drückt, dann haben die Vasallen überhaupt keine Chance. Das ist ja so ein kleines bisschen das Ziel, man sieht es auch. Die Chachi und vorsichtig, das wird ein First Blood. Die Sin kommt auf jeden Fall schon mal hoch. Flash Engage von Sartorius funktioniert ganz gut, bis auf die Chachi, der hier einfach selbst Flash und das First Blood bekommt. Du hattest recht, es wird ein First Blood, aber es wird das First Blood für Unicorns of Love. Und da geht nur der zweite Kern an OG. Das ist natürlich nicht so gut ausgegangen. Das war aber gut gespielt von ihm, muss man sagen. Den Flash hier nicht genutzt, um noch irgendwie wegzukommen, weil das hätte er eh nicht geschafft. Aber der muss da nicht, also Sartorius muss da nicht flashen. Also ich meine, er hat geflasht für den Autotech, der nicht mal funktioniert hat, weil... Ich meinte den Flash von Visichachi, der war gut, um das Q zu dodgen. Der war einmal frei, aber Sartorius hätte mit seinem überlebt. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Ja, das war halt... Sag, der hält ihn jetzt hier schon fest. Und jetzt flasht er nochmal, aber er kann ihn gar nicht festhalten. Noch nicht, aber gleich wieder. Wir sehen den Timer nicht, ne? Das ist halt...
Nein, das hätte noch ewig gedauert, bis er wieder hätte festhalten können. Das war halt echt. Okay, der Kampf war halt dafür viel zu langsam. Ja, gut. Vielleicht wollte man noch Damage machen mit dem Audit oder Baden. Aber funktioniert hat es auf jeden Fall nicht. Ja. Wir hätten beten sollen. Aber haben sie nicht getan. Jetzt nochmal der Fokus auf der Top-Lane, weil wie sieht Chachi Flash los? Das ist für Nautilus cool. Wie gesagt, das ist halt die einzige Schwäche von Rumble. Er kann totgegankt werden, weil Nautilus so ein guter Gankpartner ist. Und mit Doppelring auch viel Schaden mitbringt. Aber die Wave pusht rein. Ich denke, Visichachi wird das lesen. Das sollte er zumindest. Aber wenn er nochmal so aggressiv geht wie eben... Er schaut doch seinen Flammenwerfer nicht an. Also er stackt seine Passive mit dem W. Jetzt ist der Flammenwerfer... Okay, jetzt wird's gefährlich. Ja, und der Einebner hier gesetzt, um den Rückzug von Sartorius zu verhindern. Aber der wollte eigentlich raufgehen mit diesem... Oh, guter Schaden von Rumble. Und damit treibt man hier Sartorius und... Er tötet jetzt ein. Sind zurück. Q sitzt nochmal, aber eher um Visichachi abzuhalten. Er hat jetzt den Hook nochmal respektiert. Ja. Er hätte weitergehen können oder sah zumindest so aus, hey, die Leute waren doch so low, wieso geht er nicht weiter? Aber nochmal CC zu werden, ist so die Problematik. Xerxe ist bereit für den Dive. Level 6, also man könnte da reinspringen. Das, ja, wird man auch probieren. Erstmal den 4 auf Taps und X-Packe. X-Packe jetzt mit der Ulti angegangen, kriegt aber ordentlich ein Schild. Und auf der Top-Lane immer noch Lee Sin hier mit dem Kill. Da war, wie sieht Chachi, ein bisschen zu aggressiv unterwegs. Auf der Botlane kommt Xerxe nochmal raus. Der Gank war aber nicht so effektiv, wie man ihn gerne gehabt hätte. Er vertreibt die Leute, hat viele Beschwörerzauber forciert. Also das hat schon geklappt, leider kriegt man den Turm nicht. Also Taps hat noch zu viel Leben, weil X-Packe alles gefressen hat. Aber der Top-Lane-Sit, sehr schön. Das ist genau die Variante, die wir eigentlich sehen wollten. DP wird eingesetzt, er ist halt immer noch vom Farm her vorne und kriegt hier noch den Großteil der Vasallen. Aber das ist mit Rumble halt ganz normal, weil du halt so guten Wave-Gear hast. Und Nauti kann nicht so nah an dich ran am Anfang, weil er halt einfach die Trades verlieren würde. Und das war halt gut, dass hier gerade Visichachi in TP noch hatte, dass er vorher nicht Base war. Dadurch verliert man wirklich nicht so viel durch den Tod, auch wenn es sich natürlich zurückwirft. Und die Sim mit 2 Kills, also kein schlechter Pick hier. Zinkrop ist auch der absolute Lee Sin Main. Er hat ihn ja sehr häufig gespielt, als er in das Roster von Origin dazukam. Und... Und damit natürlich entsprechend gut dabei oder fühlt sich zumindest wohl. Wo Unicorns of Love probiert hat was aus. Ich meine, Warwick, hey, den zockt keine Sau. Hat sich jetzt auch quasi nur um die Botlane kurz gekümmert, nachdem er gemerkt hat, er zittet ja zum dritten Mal die Toplane. Und beim dritten Mal ist es der Kill, gerade mit der CC. Ja, da sieht man es nochmal, wie sie Chachi wird festgehalten und dann kommst du halt einfach nicht mehr weg. Diesmal trifft die Lee Sin Q auch keinen Flash mehr von wie sie Chachi. Da kannst du noch besser ganken als Lee Sin, wenn du weißt, dass der Gegner keinen Movement mehr hat. Und Rumble ist da halt sehr anfällig ohne Flash. Exilien in der Mitte. Vom Farm her ein ganz kleines bisschen vorne. Wieder der Blue Buff dabei gestohlen zu werden. Der Blue Buff, der Red Buff. Natürlich auf der OG-Seite ebenfalls die Überwachung möglich. Also sie wissen, was Unicorns da unten treibt. Wie die sagen, zeigt sich jetzt auch in der Mitte. Ein bisschen seltsam. Er will halt etwas nachhelfen, weil Jace einfach das beste Matchup hat. Man will ihn da reinpushen. Auch sowieso der Taric im späteren Spielverlauf ein guter Pick, weil sie machen sehr langsam Damage. Ja. Und da ist die Taric Ult einfach wirklich gut. Caitlyn kommt ja auch alleine ganz gut klar auf der Botlane. Sie hat sehr viel Range, sie hat auch meistens Möglichkeiten, gerade mit den Fallen oder mit dem Netz, sich die Lane relativ sicher zu machen und auch nochmal rauszukommen. Muss aber trotzdem vorsichtig sein. Natürlich. Also der Arrow ist wesentlich stärker als ihre eigene Ultimate bei so einer Eröffnung. Haben ja beide auch ein anderes Vorgehen. Das heißt, Tabs hat sich gegen die Regeneration entschieden, sondern nimmt hier Fairwalk Battle. Das heißt, sein Schaden ist sehr gut, aber der Sustain quasi nicht existent. Wir sind jetzt auch auf der Botlane Engage mit der Ashe-Ulti und der ist nicht schlecht. Samux hier sehr lange festgehalten, der Kick. Dem ist man gut nochmal entkommen, aber nicht der Q von Lee Sin und damit der Kill, der nächste für Klinkroff. Kein Exhaust und keine Ultimate von Healy sagen. Also man hätte es probieren können, weil das hat ziemlich lange gedauert. Die Ulti hätte ich echt probiert zu nutzen. Weil du kannst ja den Gegner, den Verbündeten schilden und er kriegt ja die Ult unabhängig von deiner eigenen Range. Ja. Das ist ein bisschen schade, hat er geschlafen, aber Origin will da auf jeden Fall Mühe geben. Jetzt aber der Top-Lane Dive. Nicht schlecht mit der Ulti von Rumble. Xerxe geht nochmal ran, versucht Nauti festzuhalten, aber die Tiefenladung schön gemacht, um nochmal einen Kill selbst zu kriegen. Und ja, für Rumble alleine dauert es ein bisschen zu pushen. In der Zeit holt sich Origin den ersten Drachen. Die sind in diesem Spiel auf jeden Fall besser dabei als vorhin. Ja. Auch pickmäßig ein bisschen besser dabei. Ich denke auch, dass der Draft auf jeden Fall auf ihrer Seite ist, aber wir dürfen die sekundären Sachen nicht unterschätzen. Das heißt, wir haben einen deutlichen Farmvorsprung oben. Also, dass der Sartorius hier zwei Einkill nach dem anderen holt, ist nett. Aber der Farm gleicht es dann wieder aus. Und ich denke, Unicorns of Love wird später die bessere Rotation wagen.
Aber sie werden nachlässig und das ist natürlich ein Punkt, den Origin gerade bestraft. Ja, vor allen Dingen, also wir haben ja vorhin auch gehört in der Analyse-Ecke, Unicorns of Love am Anfang manchmal so ein bisschen am Trollen, versucht die Gegner damit in Sicherheit zu wiegen. Vielleicht sehen wir genau das hier auch gerade wieder, dass sie im Late Game dann nochmal aufdrehen und mit einer guten Combo Origin auseinandernehmen. Ich denke aber, man sollte mit dem Mindset reingehen, wirklich jedes Spiel nicht unbedingt zügig zu beenden, in dem Sinne, dass man halt irgendwie das Ganze rusht oder unvorsichtig vorgeht, sondern jeden Schritt effizient zu machen. Ja. Hier waren einfach einige Manöver unbedacht, beziehungsweise nicht genug abgesichert oder einfach zu sparsam. Ich denke, sowas wie Exhaust kann man da ruhig gegen Lissin einsetzen. Oder auch die Tarik-Ult, man hätte es einfach probieren können. So krass ist die Cooldown jetzt auch nicht hier mit dem Stun. Warwick kommt auch nochmal dazu. Und diesmal wird die Ult eingesetzt. Kann nur ihn selbst unbesiegbar machen und dann hier Warwick, der kommt nochmal weg, aber Hylissang, der kriegt ordentlich Damage, Jay ist auch noch dabei und damit wieder ein Kill für Origin. Exilee versucht hier nochmal raufzugehen, kann Nehun slowen, die Kate in Ult reicht nicht, denn Warwick ist so nicht raufgegangen, man geht mit dem Flash nochmal hinterher, obwohl Kassadin das wahrscheinlich auch alleine geschafft hätte mit der Ult, die Ash-Ult, die geht daneben diesmal. Schöner Sidestep von Caitlyn, Tamkench will nochmal dazukommen, wird durch die Trap aber aufgehalten. Und dann sind Kassadin und Warwick auch gleich wieder da. Okay, die nehmen sich erstmal den Blue, das wäre für Exilee sehr angenehm in der Mitte. Ein bisschen Cooldown Reduction und Mana kann man brauchen. Das ist ein bisschen seltsam, dass man... Also Tarik hat erstens super lang durchgehalten. Ja. Ich hätte gedacht, wenn man die Gegner lieber bei sich behält... Also ich meine, er hat ja auch die Gegner weggelockt von den Verbündeten. Und deshalb für ihn so ein bisschen unangenehm. Es war am Ende trotzdem 1-1 tauschen, damit Lane ist deutlich wichtiger als der Support. Also war das für Unicorns of Love okay und vom Gold sind sie dann ja auch noch entsprechend effizient. Aber hier hätte ich gedacht, dass er den südlichen Weg konstant sucht, weil Cage steht da wirklich gut. Also hier durchgehen nach Süden laufen. Vor allem kommt er halt auch rechtzeitig nach oben. Gut, er wurde nach oben gekickt erstmal. Aber hier durchlaufen. Genau, hier hätte er durchlaufen können, genau. Und vor allen Dingen, du kommst ja so oder so von der Ash und dem Damkench nur sehr, sehr schwer weg. Ach, keine Ahnung, wollte aber auch den Gegner nicht den Weg versperren. Das wäre halt mit Tarik sehr schwer gewesen. Und das hier halt super schlecht abgesprochen. Hier hätte Nehun einfach mit nach rechts kommen können. Xpack gegen der verteidigt, notfalls sogar mit dem W gefressen. Wäre alles kein Ding gewesen. Aber wurde hier nicht ganz sauber durchgeführt. Ist ein bisschen ärgerlich. Rotnun aber in der Mitte fertiggestellt. Das wussten wir, dass er da nicht in die defensive Variante geht. Hier muss man einfach die Shockblast verhindern. So ist das. Und dann kannst du ihn auch effizient zocken. Wieder in der Mitte. Schöne Combo, die man hat. Und damit kriegt man ordentlich Schaden an Jace raus. Der kann sich natürlich versuchen zu wehren. Muss ja beim Endeffekt nochmal sich unterm Turm verstecken. Und die Combo ist halt echt nicht schlecht. Die ist halt übel cool. Also wenn man so den Tarik einbinden kann in die Plays, dann nicht schlecht. Und so eine Picks hätte man halt sonst wahrscheinlich nicht gesehen. Also Unicorns of Love ist ja eh ein Team, was dafür bekannt ist, mal andere Sachen auszuprobieren. Nutzen ja Origin wirklich als Trainingspartner, als Punching Bag. Oh, das funktioniert nicht schlecht. Oh, der Tarik kriegt den Kill. Tarik. Aber Lee Sin kommt nochmal dazu, auch hier mit dem Kick. Es reicht aber nicht, da Xerxe noch dabei ist. Auch hier den 4 schön gechannelt, dass man Lee Sin hätte vertreiben können, wenn er reingeht auf der Toplane. Der Tower fast zerstört. Und wie sieht Chachi, sollte den hier auch eigentlich bekommen. Mit der First Blood Tower auf der Botlane. Samux mit dem Flash. Lee Sin Kick ist draußen. Ash ulti schön gesidestepped. Schaden kriegt man trotzdem ordentlich. Und Klinkcroft, der kommt hier nochmal raus. Xerxe auf dem Weg Richtung Botlane. Mit Hylissang zusammen kriegt man selbst natürlich keinen Schaden. Die Ult von Warwick war noch da. Und damit hier der Kill. Ein Ebene auch schön gesetzt. Boah, das ist halt richtig eklig. Das tut halt richtig weh. Diese Ananas wollen nicht mal Veganer essen. Ne? Sofort verbrannt. Absolut chancenlos. Oh, schöner Flash-Stun von Tarik. Und hier nutzt man Tarik wirklich komplett aus. Jeder Skill richtig eingesetzt. Nächster Kill für Unicorns of Love. Und damit 7-7. Die haben den Vorsprung nochmal gut wettgemacht. Das ist halt sehr, sehr chaotisch. Also viele Kills jetzt hier entstanden, weil man natürlich in das Feindesland reinrennt. Und diese Charge mit einem schönen Teleport bestraft das Ganze wunderbar. Mit dem Turm wird jetzt ebenfalls angegangen. Jace ist da nicht so gut in der Verteidigung. Die Mitte von Sartorius, der möchte natürlich versuchen, den Turm zu verteidigen mit seinem Team. Aber Xerxes ist dabei und hier kommt man ganz einfach nochmal raus. Die Vision kann man jetzt auch klären, die Pink Ward sieht man. Und damit keine weiteren Probleme hier für Unicorns of Love. Den Mid-Tower werden sie auch verteidigen können. Die können hier sogar relativ offen rumlaufen. Ja. Engagen kann er Sartorius einfach nicht. Also da wären zu wenig Team jetzt dabei gewesen. Jedoch Sankar sehr lange durchgehalten. Wurde sich bei den Minions verstecken, finde ich eine gute Idee. Der Sidestep war insane. Das ist wirklich fantastisch gemacht. Jurex-Pack hat es wenig offensiv verwendet bei den 3-Stakes, sondern defensiv. Es war nicht schlecht, aber sie können natürlich nicht davon kommen. Also die Verteilung ist halt da doch ein bisschen zu gut.
wie sie Chachi mit dem Tele und der. Die war das so geil. Das ist halt wirklich viel. Aber an so engen Stellen im Jungle kannst du auch nichts dagegen machen. Das ist versucht, fand ich süß. Rentai-Bar. Ich meine, der Slow ist, glaube ich, von Anfang an bei 80% oder sowas. Ja, das ist halt echt hart. Also da kannst du wirklich wenig gegen unternehmen. X-Packle kommt hier auch nicht mehr raus. Der hat zwar sein Schild, aber so viel Schaden hältst du als Tahm Kench auch nicht aus. Als Top-Lane-Tahm Kench, wenn du Fullbild bist vielleicht, so, wenn du wirklich Fulltank gehen würdest, aber nicht als Support-Tahm Kench, der eh schon ein bisschen behind ist. Ja. Ja, kann es nicht. Hier nochmal die Eröffnung. 1 gegen 1 ist halt Jace sehr, sehr stark, wird aber Xele fast niemals töten können. Der ist alleine. 3 gegen 2. Jetzt kommt Xerxe dazu. Die Frage ist, auf wen springt er? Ungünstig. Lee Sin hätte seinen Kick nochmal ab, aber hier nochmal der Fraß vorher von X-Packe, der ein Großteil von Unicorns of Love, der kommt hier einfach runter, um zu helfen. Taps low, genauso wie Klinkroft, der wird hier von der Warwick Ult festgehalten und der Kill für Kassadin. Geht den Ult nochmal hinterher. Hylissang tankt den Tower und in der Zeit können sich Xerxe und Exidy den Kill holen. In der Mitte Nehun auch schon ziemlich low. Ein Ebener draußen, den wird man also gerade verwendet haben. Schön gemacht. Also ja, wirklich mit Xerxe, dass er dazugekommen ist. TP-Einsatz, wunderbar. Hat dem Team da geholfen, auch entsprechend den Kill bekommen. Die Jungler sind natürlich wirklich overfeeded. Also die sind die Last-Hit-Monster gerade. Ja. Aber ich denke, Unicorns of Love war ein bisschen langsam jetzt am Anfang. Viele kleine Fehler gemacht, aber 5000 Gold Vorsprung mit dem Infernal Ray können sich sehen lassen. Und auch die Kills und Assists haben jetzt Exile geholfen, ein bisschen schneller zu spiken. Der übrigens auch Ninja Tabis hat. Ich finde halt auch eine angenehme Combo zusammen mit dem Tank im Jungle, weil du damit den fehlenden Tank auf der Toplane den Engage so ein bisschen ausgleichst, was vorhin bei den Spielen einfach nicht so war. Hier auf der Botlane sehen wir auch nochmal, X-Packe reagiert sehr schnell, versucht Klinkroft da nochmal irgendwie rauszuhelfen. Die Q von ihm trifft nicht, damit kommt er erstens nicht weg, zweitens macht er keinen Schaden. Und dadurch kann Unicorns of Love sich hier einfach noch die Kills holen, kann auch Tower-Diven gehen. So viel Schaden kann Hylissang aushalten. Xerxe wäre auch noch dazu da gewesen, um den Tower zu tanken. Da ist man wirklich gut dabei, was die Picks angeht. In der Mitte, Exile, der fühlt sich jetzt auch langsam immer wohler. Gerade wenn Hylissang noch dazukommen würde, wir haben die Combo vorhin ja gesehen, da kann Jace wenig gegen machen. Und der Schaden ist ja ordentlich. Also Jace hat zwar schon den Ex-Trinker und auch Sinkov bemüht sich darum, hier möglichst die Magieresistenz zu stacken. Und derjenige, der sich dann halt kaputt lacht, ist Samox, weil er wird hier bei jedem richtig, richtig viel Schaden anrichten können. Und wir nähern uns langsam dem Midgame. Das heißt, sein zweites Item im Gepäck vervollständigt sich. Und dann tun die Crits auch entsprechend weh. Unicorns of Love aufgewacht. Und Origin muss mit diesem wachen Team auch klarkommen. Und das schaffen sie gerade nicht. Die Chachi jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Wave Clear hat er auf jeden Fall. Also da wird man die Wave jetzt rauspushen können und den Turm ganz einfach verteidigen können. Und was gegen Split Push am besten funktioniert, ist halt einfach Wave Clear. Und du hast halt einen Rumble, der kann die Wave instant clearen. Mit dem Einebener kannst du sogar auch nochmal dafür sorgen, wenn du wirklich Probleme haben solltest. In der Mitte hier Xerxe, Hylissang und Samux unterwegs. Und jetzt die Ult von X-Packe genutzt Richtung Botlane. Wie sieht Chachi? Der ist natürlich immobil. Das wird halt interessant. X-Packe steht sehr lange im Einebener, wirklich gut gesetzt. Und dann auch noch Sonyas dazu. Gestunt hier durch die Ulti, damit keine Möglichkeit, erstmal weiteren Schaden zu machen. Aber eine schöne Aktion. Er hätte fast mehr als einen Kill bekommen. Das war halt echt nicht schlecht. Wenn der Flammenwerfer noch funktioniert hätte während des Sonyas. In 3 gegen 1. Dann wäre es halt krass. Jetzt wird der Xerxe aufräumen. Der riecht Blut. Der ist super schnell. Das ist halt. Tabs, du kannst doch einfach aufhören. Ich meine, das bringt einfach nichts. Du bist halt so gut wie tot. Tower-Diven kann man mit Taric einwandfrei, habe ich gehört. Ja. Das heißt, Nierhuhn, der Platz ist ebenfalls auf. Die kommt da dann auch nochmal ran. Und im Endeffekt Taric mit dem Kill. Der hat schon 2. Der ist kann gut man dabei, auf jeden Fall. Kann man natürlich. Also du kannst als Support mit Kills noch besser deine Carries beschützen. Und Taric leistet sich dann vielleicht noch einen tieferen V-Ausschnitt von dem Geld, was er bekommt. Und vor allen Dingen auch eine schöne 0-2-5-Kate. Ja, genauso wollen wir das sehen. Dann ist drauf, die Trap liegt dahinter. Oh, da ist er nicht mal reingelatscht. Und die zweite auch nicht. Es sind 3 Traps nicht reingelatscht. Ja. Oh, outmoved von Sartorius. Das ist wirklich outmoved, oder? Und dann nochmal gerettet von X-Packe. Also, der war hier rechtzeitig da. Den Midlane Tower kann man trotzdem nicht verteidigen. Und Unicorns of Love wieder vom Pushen deutlich besser dabei. Ja, da sollte Origin auf jeden Fall die ein oder anderen Anträge bei Subway schon stellen. Denn das wird hier keine erfolgreiche Saison mehr. Hier nochmal der Dive. Geht natürlich mit Taric wirklich wunderbar. Ja. Schild ist raus. Auch kann nochmal sein gut gemacht mit Exile, dass man hier rechtzeitig rankommt, um ihn zu retten vom Tower-Schaden. Und die Zeit, in der er unterm Turm steht, gut zu überbrücken. Er kommt hier mit dem Flash dann nochmal raus. Ist eine klare Kiste. Ja. Schon wieder. Also natürlich, Origin hat jetzt am Anfang größte Mühe gegeben. Auch Sinkov müssen wir da loben. Wie gesagt, sein LCS-Einsatz bisher
sehr gering, hat er einfach wenig Spiele gehabt. Aber dafür mit Lee Sin sich auf jeden Fall größte Mühe gegeben. Sartorius, der denkt, hey, das, ich bin noch ein Tank, aber nicht gegen Rumble. Der hat die Maske schon länger fertig. Shredder da 1A durch ihn durch. Xerxe, der kriegt schon wieder Blut auf dem Weg nach oben. Und für Nahum wird es schwer, hier rauszukommen. Gerade weil Exilay nochmal slowed. Schön der Q ausgewichen. Stun diesmal nicht getroffen mit der Combo. Auch Warwick kommt nicht ran, weil Tam Kench da ist. Und versucht man hier gerade so ein 1v1 Caitlyn gegen Lee Sin klarzukommen. Und da musste sich Klingcroft sogar nochmal zurückziehen. Die Ult wieder von Xerxe verfehlt. Das ist dann so ein bisschen bitter, wenn du mit Warwick einmal losspringst. Dann ist es da vorbei. Aber du hast inzwischen halt Counterplay. Das war ja immer so der große Kritikpunkt am alten Warwick. Du hast dann einfach geklickt und hast den Gegner unterdrückt und rausgenommen. Inzwischen finde ich es besser balanced eigentlich. Weil wenn du triffst, ist es halt wirklich strong, aber du kannst halt auch irgendwas gegen machen. Man muss ja mit den anderen Spells abpassen. Also man kann ja nicht die alte Warwick Ultimate lassen in Kombination mit dem W oder so. Das ist halt das Ding. Weißt du, es klingt jetzt ja so, als wenn der alte Warwick super gut war. Das war er natürlich nicht. So das Beste war halt wirklich an ihm die Ulti. So, das war das Einzige. Ja, und da kannst du ihn halt nicht auf 90 Sekunden Spieleinsatz reduzieren. Ja. Hier ist da deutlich mehr Präsenz da. Und ja, und also entsprechend auch das Counterplay. Dafür ist natürlich die Reichweite deutlich höher. Also wenn er da Laufgeschwindigkeit aufbaut, ist noch weit weg vom Deadman's Plate. Also diesen Weg hat er noch nicht mal eingeschlagen. Braucht er, denke ich, in diesem Spiel wahrscheinlich nicht. Also er wird nicht so weit wahrscheinlich kommen. Auch nicht mehr kommen, ja. Also so goldmäßig und playmäßig. Wir sehen einen deutlichen Vorteil bei Unicorns of Love. Auch was das Pushen angeht, sind sie wieder besser dabei. Und lassen hier Origin einfach wenig Möglichkeiten, nochmal irgendwie rauszukommen. Okay. Den Chachi springt er aber nicht rüber. Er war dann doch zu fett, der Roboter. Der Blue Buff geht an Warwick. Kann man machen. Ja, es geht damit einwandfrei. Ja. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Also es gibt jetzt auch wenig zu erzählen, weil auf der einen Seite halt Origin überhaupt nicht ihren Spielplan durchbringen kann. Weil dieser lautet eigentlich nur, den Gegner so ein bisschen anpoken, mit dem Arrow engagen oder mit Tam Kench den Gegner irgendwie gemeinsam mit Nautilus zu flanken. Das heißt, du musst der Initiator sein. Aber dazu musst du natürlich auch wissen, wie das Spiel geht. Fahrt so den Ocean Drake da spawnen zu sehen, war schon cool. Aber du hast vorhin halt gesagt, sowas sieht man meistens, wenn irgendwie nichts passiert. Ja, da hat das Editorial-Team da im Hintergrund Zeit. Hier sehen wir nochmal Damage dealt. Ist natürlich klar, dass Rumble da führt. Ja, klar. Der hat hier allein schon 10.000 an Sartorius angerichtet. Funktioniert also ganz gut. Hier nochmal den Ward platziert. Also Unicorns of Love wartet jetzt auf den Moment, bis sie vielleicht den Baron machen können. Der Stun trifft hier gerade nicht, man geht trotzdem nochmal ein bisschen hinterher. Kann man sich auch erlauben, weil es gerade schwer ist für Origin selbst nochmal aufzugehen. Ich weiß nicht, hat man Nauti gerade in der Mitte gesehen? Ich glaube schon. Dann kannst du dir halt sicher sein, dass es schwer wird für Origin zu turnen. Gerade wenn du noch ein Backup von Taric oder Warwick hast. Der Botlane-Turm hat ja auch relativ wenig Leben. Das heißt, man wartet jetzt, bis wie sie Chachi ranpusht und wie Origin dann reagiert. Ja, sollten sie sehr nervös sein, nach unten gehen wollen, ab zum Baron. Und dann kommt der TP als Antwort. Oder schon mal der Baron. Oder man startet einfach. Kann man auch machen. Also ein bisschen Initiative zeigen ist ja nicht verkehrt. X-Pack hier gerade mit Klingcroft auf dem Weg zum Baron. Und da sieht man, dass Unicorns of Love den anfängt. Die brechen ihn auch sofort ab. Wollen hier gar nichts riskieren. Auch wenn man den Kampf ganz gut bewältigen könnte mit Taric zusammen. Aber man hätte Rumble, der hätte erst mit TP dazukommen müssen. Caitlyn war auch noch in der Mitte. Also es ist hier die sichere Variante. Entdeckt wird man hier. Man geht mit der Ultra auf, die geht aber wieder daneben. Sehr, sehr schade TP. Trotzdem Schirm vom Visichachi. Und der ist jetzt dabei. Slow hier von Kassadin. Nein, Speck ist da. Ja, das auf jeden Fall. Vernichtet immer zuerst den Manager des Teams. Dann habt ihr es einfacher, um den Baron Buff ranzukommen. Wie gesagt, der Tanz geht da immer noch voran. Sinkroff auch wenig HP. Die Caitlyn Trap super räudig. Also da nicht schlecht platziert. Wie sieht Chachi? Der sucht Stress. Der macht auch ordentlich Schaden, vor allen Dingen mit der Kate-Ult zusammen. Und Exile kann man sich hier holen. Ja, jetzt müsste aber langsam der Baron den Baron zu machen. Also Syncroft ist ja auch low. Ich finde teilweise die Namen in EU schwieriger auszusprechen als in Korea. So wie sie Chachi, wo ich damals IEM gemacht habe, musste ich halt erst mir Interviews anhören, wie er ausgesprochen wird, um zu wissen, dass er so ausgesprochen wird. Ah, Arrow nochmal als Versuch. Also man hätte vielleicht stealen können mit dem Flächendamage, aber sowas ist halt extrem schwer. Gerade wenn Xerxe so viel Zeit hat, sicher zu smiten, dann sollte es eigentlich funktionieren. Ja,
Baron Buff nun geholt. Jetzt kann man sich wieder aufteilen. Bisschen ärgerlich, dass man keine TPs zur Verfügung hat. Das heißt, man hätte die jetzt wesentlich besser nutzen können. Im 1-3-1, denn Rumble ist unaufhaltsam. Lich Bane fertiggestellt für Exilé. Das heißt, er ist auch sehr, sehr kräftig. Auch mit den Ninja-Tabis im 1-gegen-1 gegen Jace. OP. Hier sieht man Zinkroff super low. Nierhuhn den Kopf weggeböllert. Absolut kein Ding. Und es ist natürlich tragisch, ne? Weil das ist halt eine Begegnung, die ist einfach nicht mal ansatzweise knapp. Und wir werden es eventuell erleben, dass ein LCS-Team nicht einen einzigen Sieg in einer Series hat. Also, wir haben Varianten gesehen, wo ein Team nie verloren hat. Das ist auch cool. Oder mehrmals sogar. Mit Immortals und Fnatic. Aber ich sag mal, nie gewonnen ist halt nicht schön. Ich glaube, Kongdo Monster, also in der LCK, die sind halt da auch das letzte Team. Die haben, glaube ich, auch erst einen Sieg oder so. Also, es kann halt passieren. Wenn die anderen Teams sich wirklich so improven, dann kann es halt auch mal sein, dass du keine Siege bekommst. Das ist halt einfach so. Haben sie Teilsiege wenigstens gehabt? Okay, zwei. Gut. Das geht immer. Okay, zwei ist jetzt vielleicht nicht so viel. Aber besser als immer nur zu verlieren. Es ist halt wirklich sehr, sehr schade. Einfach nur eine Tragödie ist das. Na gut. Sie schaffen es auch gerade nicht wieder irgendwie offensiv irgendwas zu machen und Initiative selbst zu zeigen, sondern sie lassen sich gerade mehr oder weniger einfach reinpushen. Du kannst gegen den Baron Buff schon nichts mehr machen. Man hat immer versucht gegenzuhalten, aber Unicorns of Love ist ja einfach zu koordiniert und zu gut im Spiel. Der Vorteil auch, obwohl man keinen Teleport hat, kann man ja, wenn man tief im Feindesland ist, sehr gut damit arbeiten. Das ist ein TP-Flank gerade. Ich glaube, Visichetti kann einfach nach Norden gehen und sein Team muss jetzt zwingend rufen. Ja, man möchte jetzt einfach weiter pushen in der Mitte und auf der Top-Lane. Kann man sich auch erlauben. Der Einebener ging gerade... Ist der außerhalb der Map gelandet? Der ist verschwunden, ne? Ist einfach weg. Aber er hat Ash damit getötet. Nee, ja, Ash hat ihn getötet. Ash hat ihn getötet. Alles gut. Ich war jetzt gerade super verwirrt. Alles gut. Das wäre natürlich auch ein Play gewesen. Ja, der verschwindende Einebener, der einfach Ash tötet. Hier gerade Xerxe hinter Nehun hinterher gegangen. Ist dann nochmal gut genutzt von Taric. Trotzdem sollte man Sartorius hier eigentlich nicht kriegen. Der ist ein Full-Tank. Kommt auch nochmal mit dem Anker hier gut raus. Xerxe hat ungefähr 40 Tower Shots getankt. Ja. Das ist halt absolut RIP mit dem Turret. Du hast halt den Tank, den du auf der Toplane nicht hast, perfekt ausgeglichen mit Warwick. Und der hat halt auch einen guten Engage. Selbst wenn du nicht den Gegner unterdrücken kannst, kommst du halt rein ins gegnerische Team. Und das ist gut für den 4. Hier gerade kriegt man den Inhibitor. Oh, die Crits! Bringt auch Nehun ordentlich zurück. Samux macht ja sehr viel Schaden, wenn man an ihn nicht rankommt. Und das kommt man gerade auf jeden Fall nicht. Warwick schon mal auf dem Weg Richtung Botlane, um da den Tower weiter anzugreifen. Wie sieht Chachi, der Einzige, der gerade noch down ist von Unicorns of Love, hat auch bald wieder TP. Kann aber schon mal loslaufen. Mit einem Wacht ist er da relativ schnell unterwegs. Nächster Inhibitor. Ist down, 28 Minuten, man lässt sich so ein bisschen Zeit im Vergleich zu den letzten Begegnungen. Aber trotzdem, gute Leistung. Im Vergleich natürlich sehr, sehr schwankend, aber mir kommt einfach, also Origin ist einfach diese Saison absolut grausam, vor allem wenn man die letzten Monate oder die gesamte Geschichte so von diesem Team ein bisschen durchlebt. Ja, oh, der eine ging halt wirklich einfach mal Richtung Twisted Tree Line. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber was ich sagen wollte ist, Origin ist ja quasi nicht aufgestiegen, sondern sie wurden ja getauscht. Das war quasi das einzige Mal, wo man ein Promotion-System hatte. Letzter steigt auf, steigt ab, erster steigt auf. Also als Origin musste nicht einmal Relegation spielen. Kam an die LCS, ist auf die Worlds gefahren. Und jetzt sind sie einfach nur beim falschen Spiel. Ja, das ist halt echt. Also es ist halt auch für sie schade, weil du als Team, da kannst du halt so gut drauf sein, wie du willst, und so eine gute Teamharmonie haben, wie du willst. So keinen Sieg zu bekommen, zieht dich halt dann doch schon krass runter. Ja. Also man denkt ja die ganze Zeit, ja, die müssen doch jedes Game einfach rangehen, als wenn es was Neues wäre. Aber nee, das ist so, bist psychisch einfach schon tot. Das war ja auch, schöner Knock-Up hier eigentlich. Aber die Taric-Ulti, die neigt halt schon wieder alles. Der Einebener hält Jace komplett raus. Zinkroff, ich sag immer Klingcroft, ich weiß nicht warum. Der geht hier down und für Sartorius, für den wird es auch schwer. Gut, stimmt, trotz Knallzapfen einfach in der Luft geplatzt. Und hier versucht X-Packe nochmal sein Teammate zu retten. Tabs. Der wird hier angegangen von Warwick und der macht gut Schaden. Einen Kill hat hier Xerxe schon. Tabs jetzt in der Base. Aber Caitlyn, die kriegen den noch. Die hat halt genügend Range, um den Kill hier zu bekommen. Und das sieht nach dem Finish aus. X-Packe kann alleine hier nichts mehr gegen machen. Ja, und zum Thema Mindset. Johnny hat ja ein Video dazu gemacht, zur Edo-Hell. Und das applied oder passt hier das passt auch. Das passt natürlich bei der LCS auch. Das funktioniert halt bei jedem. Egal, wo die spielen. Und das ist dann heute auch schon der Spieltag. Krass. Ja. Und wirklich schnell. 8:30. Manchmal ist es 2:30, manchmal 9:30. Ich krieg halt genug Schlaf für die LCK morgen früh.
Das stimmt. Ah, ja. Und ich kann noch mein Shit zu Ende machen. Sehr, sehr schön. Also Unicorns of Love geht hier als Gewinner raus. Das war prophezeit. Die Überraschung des Tages war wirklich Rocket. Ja. Das finde ich sehr, sehr gut, denn Fnatic muss jetzt so ein kleines bisschen kämpfen, na? Sich nicht unterkriegen lassen. Playoffs sind also für verschiedene Teams noch möglich, aber hier ging es buchstäblich um gar nichts. Das war ein Scrim-Match plus vor Tausenden von Zuschauern. Tja, so ist das manchmal. Unicorns of Love, also da der Sieger in dieser Geschichte, kann man da auch ein Stück weit loben. Haben auch mal was anderes ausgepackt. Das finde ich halt auch cool, dass sie sich nach Meta orientiert haben. Und zweimal das hat halt auch gut funktioniert. Tarik auch zusammen in der Combo eben. Gerade man hat es im letzten Fight gesehen, hat alles denied. War cool. Ja. War auf jeden Fall schön anzusehen. Genau. Und ebenfalls ist schön anzusehen unser toller Pausenscreen. Wir machen jetzt 3 Minuten Pause und werden danach die Analyse dieses Spiels durchführen. Uns beide werdet ihr aber nicht mehr sehen. Ja. Das heißt, bis nachher. Bis morgen. Bis morgen. Bei mir, bei dir, bis bei nächste Woche. Das stimmt.
Jawohl! Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Es ist ein letztes Mal an diesem Abend, dass ihr unsere Gesichter seht. Die AMD-Analyse-Ecke ist auch an ihrem Feierabend angekommen oder zumindest an der letzten Analyse. Spiel haben wir gerade gesehen. Origin hat diesmal auf jeden Fall wesentlich aggressiver gespielt und versucht, mehr rauszubekommen. Was war dabei das Problem? Also, sie sind halt am Anfang richtig stark reingegangen, aber sie haben halt irgendwann die Phase erreicht, wo sie halt einfach nur noch overstayed sind und halt auch viel zu weit reingegangen sind. Gecredits sind. Ja. Wir gucken uns die erste Situation an. In der Top-Lane versucht man hier Visichachi abzuholen, aber der spielt es phänomenal gut an der Stelle. Ja, wie man sehen kann, kommt der Lee Sin direkt von der Seite, um zu flanken. Visichachi flasht den Q von Lee und dadurch saved er sich den First Blood und stirbt anschließend danach durch Lee Sin. Wirklich super gut gespielt an der Stelle. Sartorius hätte auch vielleicht schon ein bisschen früher auf Abstand gehen sollen. Und vor allem, er hat ja die Hook noch getroffen und der CC war gerade vorbei. Da fliegt das Q von Lee Sin schon und Visichachi flasht nochmal raus. Also wirklich eine super schöne Leistung. Nächste Situation wollen wir uns anschauen. Origin geht hier sehr, sehr deep, um Samox zu bekommen. Ja, hier erstmal der schöne Sidestep von Samox. Aber das war halt dann mit drei Leuten viel zu deep drin. Und dann kommt halt einfach Xerxe von der Seite, holt sich am Anfang dann gleich Synchroff. Gleichzeitig holt sich Visichachi Tabs durch den Einebner und XPK wird dann schlussendlich down gechased und dann mit einem super Flash von Helisang wird er dann auch schlussendlich gekillt. Super starke Aktion und Xerxes Warwick war dieses Spiel absolut am Start. Also der Junge hat wirklich jede Menge Kills gefarmt und war dann dementsprechend tanky, nicht aufzuhalten. Und wir werden es auch nachher nochmal sehen, zusammen mit der Taric-Ult kombiniert einfach wirklich unstoppable Machines. Nächste Situation, die wir uns angucken wollen, die geht relativ lange, denn das Replay fängt hier unten an. Man engaged auf Visichachi und das ist jetzt eine ungünstige Situation, weil XPK halt einfach viel zu viel Schaden frisst. Ja, also XPK stand erstmal viel zu lange im einen Ebner drin, wodurch er halt schon richtig low gechoppt ist und ist dann schlussendlich durch das Sonyas und den Flammenwerfer halt gestorben. Und dann kam halt hier einfach nur noch Xerxe von der Seite, hat die beiden Freekills abgeholt und zeitgleich in der Mitte sind Exilil und auch Lee Sang deep reingegangen. Durch die Ulti von Lee Sang haben sie halt den Tower Dive ermöglicht wurde und Nihon ist dann schlussendlich dadurch gestorben. Wenn man so sieht, was Unicorns of Love mit so Off-Meta-Picks in Anführungsstrichen anstellen können, also mit einem Warwick und einem Taric, wie stark die im Spiel sind, wie einfach das ausschaut, da denkt man sich so, wow, warum spielen nicht einfach mehr Leute Taric und Warwick? Situationen wird natürlich auch so ein bisschen verstärkt, dadurch, dass die relativ selbstbewusst reingehen, dadurch auch ahead kommen können und dann diese Picks natürlich auch viel, viel einfacher enabled werden, wenn du sowieso fett bist auf allen Positionen. Letzte Situation, die wir uns anschauen wollen, ist dieser Fight in der Top-Lane. Man engagiert hier noch ein letztes Mal auf Seiten von Origin. Ja, wie man hier sehen kann, hat der Nautilus eine Ulti aktiviert, wo er 4-Mann-Knockup geschafft hat und die wollten halt daraus ein Engage machen, aber durch Taric-Ulti wurden sie halt annulliert und sind dann halt schlussendlich gechased worden und gestorben. Ja, und dadurch wurde dann halt auch das Game entschieden. Ganz genau. Die Unicorns of Love beschließen dieses Spiel, zerstören den Nexus so rund um die 30-Minuten-Marke. Damit kommen wir hier am Ende des Tages an. Und ich würde ja sagen, jetzt gleich geht in ALCS los, aber ist noch ein bisschen, ne? Ist noch ein bisschen hin bis in ALCS. Ja gut, auf jeden Fall gibt es heute Abend auch noch ein ALCS gecastet vom einzig wahren Eis ohne Waffel. Der wird euch durch die Nacht begleiten mit seiner wohligen, sanften Stimme. Ansonsten geht es hier morgen in der Analyse-Ecke weiter mit NA und EU-LCS. Könnt ihr auf jeden Fall auch wieder einschalten. Es gibt Pre-Shows ohne Ende. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Verabschiede euch jetzt in einen schönen Abend und hoffe, ihr schaltet nachher nochmal ein, wenn es gleich wieder heißt, dass Eis ohne Waffel NA castet. Vielen Dank an euch. Hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch zu moderieren. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, Leute. Haut rein. Bis dann.